us. Ja, dann würde ich mich sehen. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say, I can't get too far without seeing your face. Oh. You gave me your heart, then took it away. I'm going underground, going underground. Oje, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das hier wirklich will. Oh. Freunde, will ich das wirklich? Ich weiß ja nicht. Oh, na gut, wir probieren's. Hey, was geht, Freunde? Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen wunderschönen Livestream auf Twitch und YouTube. Herzlich willkommen, Freunde, an alle, die eingeschaltet haben an diesem Montagabend zu unserem wunderbaren Stream in GTA Online. Wir sind heute unterwegs in Los Santos und werden für Recht und Unordnung sorgen, denn der Handzeigenhaupt... Digga, ich muss dieses Wort erstmal lernen. Anzeigenhauptmeister ist jetzt auch in Los Santos unterwegs. Ihr habt es vorhin im YouTube-Short schon gesehen und auf TikTok. Er ist jetzt in Los Santos, macht da Urlaub und diesen Weg werden wir jetzt natürlich weitermachen. Und zwar, Freunde, schaut euch unser tolles Outfit an. Mit einer The Crew Motorfest Weste, das ignorieren wir jetzt hier mal ein bisschen. Sind wir am Start, warte mal, hier, Safety First. Alter, so und nicht anders. Bestes Outfit, oder? Damit würde ich auch die Fahrradprüfung bestehen. Ja, okay, so vielleicht nicht, aber das wird schon. Was sagen wir zum Outfit? 1 bis 10, ja? Sehr gut. Ich mache mich hier jetzt ein bisschen zum Affen vom ganzen Internet dementsprechend, Freunde. Dafür schon mal bitte wenigstens ein Däumchen auf YouTube da lassen. Das wäre ein Träumchen. Bist nur auf YouTube live? Nee, auf Twitch auch. Auf Twitch sind wir auch live. Lange Wartezeit, das gibt eine Anzeige. Ach was. Anzeige ist raus, weil er den Helm nicht, weil der Helm nicht zu ist. Doch, er ist zu. Er ist zu. Nur, er ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Freunde, ich weiß,
nicht, wie sehr wir jetzt ausholen müssen beim Thema, aber ich glaube, wir sollten noch mal ganz, ganz kurz darauf eingehen, um was es hier überhaupt gibt, damit alle Leute abgeholt sind. Denn wenn wir bei YouTube eingeben, upp, Anzeigen, Hauptmeister, guck mal, kommt direkt, das ist echt traurig irgendwie, kommt dieser junge Mann hier und warte mal, wir brauchen hier. Das ist eigentlich das, was alles ausschlaggebend gestartet hat. Die Spiegel-TV-Reportage, ich bin der Anzeigenhauptmeister. Und das ist eben dieser junge Mann hier, der durch die Gemeinden zieht und alle Leute einfach grundlos anzeigt. Also, was heißt grundlos? Es ist halt schon berechtigt, sonst würden seine Anzeigen ja nicht durchgehen. Aber einfach Leute auf die Eier geht, weil er irgendwelche Leute für den kleinsten Scheiß anzeigt. Ja, zum Beispiel hier. Ich will da gar nicht so groß aufs Detail eingehen. Ich glaube, jeder von euch hat diese Doku gesehen. In 2 Wochen 4,7 Millionen Aufrufe, ich glaube, das hat wirklich jeder gesehen inzwischen. Und der junge Mann hat eben nichts Besseres zu tun in seinem Leben. Und seine Challenge ist ja, dass er irgendwie innerhalb von einem Jahr oder so alle Gemeinden in Deutschland einmal da eine Anzeige gedrückt haben möchte. Sämtliche Leute haben darauf reagiert. Wir sehen hier unseren Monte, wir sehen hier Finch Asozial hat sogar einen Song über den jungen Mann gemacht, Säumecke. Alle möglichen Leute haben über den irgendetwas fabriziert, irgendetwas gestaltet. Joko und Klaas sogar hier sind da am Start, coole Wu, jeder. Und da muss man natürlich mit aufspringen, ist ja klar. Und dementsprechend gibt es heute mal Qualitätscontent, meine Freunde. Und wir sind unterwegs in GTA Online als der Anzeigenhauptmeister. Und ja, ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, die wir heute im Stream machen können. Das Intro in Anführungszeichen zum Stream habe ich ja heute schon als Short hochgeladen hier. Können wir uns einmal zusammen angucken, damit wir alle wissen, um was es geht. Wenn der Anzeigenhauptmeister Urlaub in Los Santos macht. Taxi! Also so können sie schon mal nicht parken, ne? Ist klar. Das gibt eine Anzeige. Ich nehme die 22 und hat Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, dass Sie so hier nicht stehen dürfen? Das gibt eine Anzeige. Genau, das ist also im Prinzip so das kleine Intro, so kann man sich's vorstellen. Der Anzeigenhauptmeister macht jetzt Urlaub in Los Santos und das wird natürlich entsprechend jetzt fortgeführt. Bedeutet, wir haben heute ein paar Sachen, wir ziehen uns alle an wie der Anzeigenhauptmeister, schnappen uns ein Fahrrad und fahren durch die Open Lobby und gucken, was passiert, ob irgendwelche Randoms uns erkennen oder eben uns alle umbringen. Könnte auch passieren. Wir gucken mal, was passiert. Passend dazu, passend dazu haben wir ja auch heute die Auflösung von unserem Outfit-Battle. Wir haben auf Discord ein Outfit-Battle gestartet gehabt. Und das würde ich sagen, gucken wir uns als erstes einmal zusammen an. Und zwar geht es hier los. So richtig viele Outfits waren es leider nicht. Ich hatte erhofft, dass noch ein paar mehr noch eingeschickt werden. Aber gut, ich zeige euch die Outfits und ihr schreibt einfach im Chat 1 bis 10, wie ihr das Outfit findet, okay? Machen wir so. Nummer 1 hier. Diese wunderschöne Person hat einen Helm auf, hat entsprechend eine Warnweste an, so wie das sein. Boah, Junge, es ist so warm, das glaubt ihr gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Viel zu warm. Was sagen wir zu dem Outfit? 1 bis 10, passt es oder nicht? Hoffentlich zeigt er dich nicht an. Warum sollte er mich anzeigen? Wegen was denn? Mach ja gar nichts. Hier ein wunderschönes Outfit. Was sagen wir dazu? Zwei, vier. Und wenn er mich anzeigt, habe ich Content für ein neues Video. 9. Okay, weiß ich nicht. Ich finde es die Farben irgendwie, ne? Aber es ist schon nicht verkehrt. Es ist halt ein bisschen nervig, dass wir kein Fahrradhelm haben. Das ist ein bisschen schade. Dann haben wir hier das nächste, Feuerwehr-Outfit. Ja, finde ich, ist schon mal weniger als das erste, weil da einfach der Helm fehlt. Aber dafür immer auf dem Fahrrad. Dann haben wir hier ein Outfit, ein Müllmeister-Outfit, beziehungsweise das Hafenmeister. Und dann hat er den Helm einfach angezogen, okay. Dann haben wir hier komplett grün mit Helm. Weiß ich jetzt irgendwie nicht so. Oder was sagt ihr dazu? Aber schon am ehesten noch, ne? Das gleiche gibt's nochmal in Orange, okay? Das gleiche gibt's hier nochmal in Orange. Ja, schussigere Weste ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht zieht er das nächste Mal an. Der wurde doch irgendwie zusammengekloppt oder so. Keine Ahnung. Und
Vielleicht sieht er in Zukunft einer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann haben wir hier, das ist doch noch das gleiche Outfit wie vorhin, glaube ich. Und dann haben wir nochmal das hier. Ich würde fast behaupten, von meiner Ansicht her, ist das hier oder das hier die 1. Ich finde aber das hier eigentlich nochmal ein bisschen passender, weil das hier immerhin wirklich so ein, eher noch ein Fahrradhelm ist als ein Rollerhelm, keine Ahnung. Hat er dazu geschrieben, wie das gemacht hat? Helm, matt, schwarz, Offroad. Oberteil ist Sportjacke 33 in Limettgrün. Und die Jogging, bei Jogginghosen hat er auch noch so eine Neongrüne gefunden. Also ich persönlich werde dieses Outfit, glaube ich, hier nehmen. Ihr habt während der gesamten, des gesamten Streams Zeit, hier abzustimmen. Einfach hier so einen Herz-Emote dran machen, ne? So hier das Liebe-Emote. Und das Outfit, was am Ende vom Stream die meisten Reaktionen hat, das kann, wird dann entsprechend gewinnen. Und hier eben entsprechend das Outfit-Battle gewinnen und einen kleinen Preis bekommen. Aber das ist natürlich nicht der Hauptcontent. Wir gehen heute natürlich selbstverständlich wieder rein in GTA Online, meine Freunde. Und werden das dort machen. Das heißt, wir treffen uns in der Lobby, ziehen uns alle gleich an und gehen dann in die Open-Lobby, um entsprechend eben da mal ein bisschen mit dem Fahrrad herumzufahren und zu schauen, was da eben so geht und was nicht. Der wurde von Dynamo-Fans verkloppt. Also das finde ich ein bisschen übertrieben. Also ich kann ja verstehen, dass man sich über den Herrn aufregt. Aber bei körperlicher Gewalt hört es auf, also ganz ehrlich. Es gibt jetzt ein Videospiel bzw. Simulator. Oh nein, oder? Nein, es gibt jetzt, jetzt noch keine Anzeigen Hauptmeister-Simulator, oder? Ich habe gesehen, ein paar Leute haben es schon in GTA RP Mods reingebracht dafür. Aber es ist krass, wie sehr das viral gegangen ist, gell? Aber das ist ja schon wirklich beeindruckend, muss man schon sagen. So, wir sind in einer Crew-Sitzung. Wir sind in einer Crew-Sitzung. Das bedeutet, ihr könnt sehr, sehr gerne jetzt nachjoinen. Ich besorge mir direkt mal ein Auto. Lüge! Und dann schauen wir mal, dass wir uns alle gleich anziehen und in eine Open Lobby gehen. Und dann mal schauen, dass wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich brauche jetzt erstmal ein Auto. Ein Töff-Töff. Ein Auto-Lono. Moin. Servus. Ja, nehmen wir den Wagner heute mal. Der ist lange nicht, dass er noch verstaubt. Wir wollen ja nicht, dass er noch verstaubt. Warum gibt es GTA 3? Was City und San Andreas für die PS4, PS5, aber kein GTA 4? Das musst du Rockstar fragen, mein Lieber. Das musst du Rockstar fragen. Solche Sachen kann ich dir nicht beantworten. Wie klein war der Shaker denn gerade, bitte? Der hier. Das ist 0,5. Lul. Findest du das klein? Findest du das klein, Pichotti? Oder meinst du den Inhalt? Wir haben ja eben schon 2 Stunden auf dem Zweitkanal gestreamt. Für die Leute, die es verpasst haben. Eieieiei, das heißt ja, dass ihr uns auf dem Zweitkanal noch nicht folgt. Mhm. Da haben wir nämlich eben schon 2 Stunden GTA San Andreas gezockt. Wir machen ja im Moment diesen GTA-Marathon, wo wir alle GTA-Teile einmal durchspielen, bis GTA 6 rauskommt. Und da sind wir im Moment in GTA San Andreas. Das haben wir eben gerade gestreamt. Genau, deswegen ist ja nur noch die Hälfte nur drin gewesen. Wir spielen auf der PS5. Oh, warte mal, Waffentransporter ist da, da muss ich mal ganz kurz abbiegen. Denn ich warte immer noch darauf, dass der Baseballschläger da ist, damit ich mir da endlich meine besondere Lackierung abholen kann. Weil ich bis heute immer noch verdudelt. Ansonsten würde ich sagen, treffen wir uns in der... Ja, bei Standard Gucci einfach, oder? Ich fahre noch kurz in die Arena, Autos verkaufen. Bin ja dabei, meine Garagen auszumisten und seit man ja einfach nur noch 3 Autos am Tag verkaufen kann. Schwierig. Junge, immer noch kein Basie. Was soll das denn? Nervig. Katze, was geht mal besser? So. So. Gut, dann treffen wir uns, würde ich sagen. Einmal in der Innenstadt. Darf ich Polizist sein und helfen? Nein, 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 wir ziehen uns schon alle gleich an. Man muss ja erkennen, dass wir zusammengehören. Deswegen, wir treffen uns bei Standard Gucci. Wer nicht weiß, was das, was der Standard Gucci ist, shame on you. Beziehungsweise Spaß. Ihr wisst doch. Einfach mal kurz auf die Karte gucken, wo alle hingehen und dann wisst ihr da auch Bescheid. Es gibt wirklich einen Simulator.
Als ob. Hast eben Google gefragt. Alter. Extra Konsole angeworfen für mich. Alter, Katzen. Katze, du verrückte Nudel. Sehr gut. Mein aktueller Kontostand in GTA. Da siehst du ja 163 Millionen. Mal ein bisschen entspannt aktuell. Deine Worte. Und Pydragon, irgendwie habe ich es gerade eben vergessen, glaube ich. Dankeschön für deine zwei versteckten Subs auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Irgendwie ist gerade komplett untergegangen am Anfang. Danke dir, mein Bester, für deine Unterstützung. Sehr korrekt. Ja, es wird schon hier, es wird schon Rechtsberatung im Chat gemacht und schon diskutiert. Ob der Anzeigenhauptmeister-Simulator rechtens ist oder nicht. Perfekt, Digga. Wir haben auf jeden Fall die Ahnung. Reik, mein Bester, wie geht's dir? Pass auf, sonst kommen wir in deinen Supermarkt und werden da mal ein paar Anzeigen verteilen. Wie zum Beispiel, wenn du Pepsi verkaufst, wirst du angezeigt. Coca-Cola und Holy ist das einzig wahre. Wollte ich dich schon erinnern. Ah, siehst du mal. Siehst du mal. So, wir fahren jetzt einmal ganz schnell noch in die Arena. Autos verkaufen. Ich wollte es eigentlich vorhin schon machen, aber da hatte ich noch Cooldown. Was ein bisschen nervig ist. Aber was will man machen? Oh Gott. Achtung, da war ein Auto. Nix, sorry, gibt nur Wasser. Eieieiei. Pass auf, mein Lieber. Pass auf. Tim, dankeschön für deinen Rose auf TikTok. Anzeigenhauptmeister bald auf Steam. Eieiei. Zum Glück hat Edeka noch Streit mit Pepsi. Ja, Junge, aber wer Pepsi trinkt, gehört auch angezeigt. Also das ist ja wirklich ganz klar. Ey. Ich verstehe nicht, wie man das trinken kann. Also wirklich, mir schmeckt es gar nicht. Aber das muss jeder für sich wissen. Wie kann man beitreten? Einfach mal in die Crew kommen. Am einfachsten, du kommst mal in unseren YouTube oder in unseren Twitch-Stream. Wenn du mitspielen möchtest. Weil dann kannst du einfach Ausrufezeichen Crew in den Chat eingeben. Und dann bekommst du einen Link. Und dann kannst du mitspielen. So, wir müssen hier verkaufen. Verkaufen, jawohl. Drei Autos werde ich heute los. So muss das. Team Coke und Pepsi. Das geht nicht. Man ist für eins von beiden. Für eins von beiden okay, aber man ist niemals für beides. Das geht. Das funktioniert einfach nicht. Das ist so Error 404. Nicht gefunden. Das gibt's einfach nicht. So, jetzt einmal hier lang. 7-Up geht. True. Aber wir reden jetzt mal wirklich von der richtigen Pepsi sozusagen. Nicht Pepsi-Konzern, sondern Pepsi. Und da haben wir viele Fragezeichen. Da haben wir wirklich viele Fragezeichen. Julex, nächster Stream, wir spielen den Anzeigenhauptmeister-Simulator im Online-Multiplayer. Mal gucken, wer am wenigsten geschlagen wird. Junge, das wäre wirklich gottlos. Und stell dir mal vor, es gäbe wirklich, ey, das ist jetzt so schwarzer Humor. Bitte zeigt mich dafür nicht an, das ist jetzt ausdrücklich ein Witz. Stellt euch mal wirklich vor, es gäbe so einen Anzeigenhauptmeister-Simulator, wo du möglichst viele Anzeigen verteilen musst. Und wenn, bei jeder Anzeige, die du verteilst, kriegst du so Fahndungslevel sozusagen. Und irgendwelche wütenden Bürger probieren, dich zu verkloppen. Digga, stell dir das vor. Und dein Ziel ist es einfach, möglichst viele Anzeigen zu verteilen, ohne verkloppt zu werden. Das wäre ja absolut krank. Oh, Techies Limit schon wieder erreicht. Ich dreh durch. Stimmt, eins habe ich vorhin schon verkauft. Eieiei. Ich bin nur dabei, aktuell meine Autos zu verkaufen. Ich habe, ich glaube 104, na, so viele waren es nicht, aber so 120 Autos oder sowas, stehen im Prinzip auf der Warteliste zum Verkaufen. Wo ich einfach nur darauf warte, die Autos loszuwerden. Ist ganz schlimm. Wieso habe ich so viel Geld? In GTA meinst du, Henry? Einfach mal Ausrufezeichen JGG in den Chat eingeben, dann kommst du zu meinem Partner JG Gaming und dort kannst du dir genauso viel Geld wie ich hier organisieren. Und mit dem Rabattcode Julex bekommst du sogar Rabatt. Besser ist das. Genau, die wenn du noch Fragen hast, einfach in den Chat schreiben, die Moderatoren helfen dir da sehr, sehr gerne weiter. So, wir treffen uns mal bei Standard Kutschi. Leute, boah, ich bin enttäuscht. Ah!
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jedi weiß Bescheid. Jedi und Simon, ihr rettet unseren Stream. Ich habe schon kurz die Hoffnung verloren gehabt, sag ich dir, wie es ist. Ich hatte kurz die Hoffnung verloren, aber ihr habt's gerettet. Nee, 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 wir treffen uns jetzt schön. Wir treffen uns jetzt schon schön bei Standard Gucci. Das ist eine Lokalität, die... Ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist. Ich glaube in GTA RP mal, ne? Ich glaube, das war mal GTA RP. Oder? Ich habe ein großes Fragezeichen. Eben kam die Meldung, irgendjemand hätte mir auf PayPal Geld geschickt. Aber ich kenne die Person nicht. Das heißt, es muss aus dem Stream gewesen sein. Aber warum, wo war da die Anmeldung? Die Dings. Pia, hast du gerade donated? Und es wurde nicht angezeigt? Pia, bitte einmal melden. Cola-Reihenfolge. Dose. Hartplastik, Einwegplastik. Nee, ich würde sagen, Cola ist wirklich Platz 1. Glasflasche. 0,3er Glasflasche. Beste. Platz 2 Dose, 3 Hartplastik. Und dann kommt der Rest. Und ganz, ganz als letztes kommt da diese 2 Liter Billigplastikflasche vom Aldi. Das ist wirklich die ekelhafteste. Das ist wirklich die ekelhafteste. So. Aber Glas ist schon die 1. Aber einfach viel zu teuer. So. Dann gucken wir doch mal hier. Party. Nicht Party. Digga, warum Party? Oh, das müssten wir eigentlich freischalten, bis wir GTA 4. Wenn wir GTA 4 im GTA-Marathon spielen, brauchen wir eigentlich auch das Outfit hier. Wir brauchen bis dahin jetzt erstmal ein ordentliches Outfit. Und zwar, wollen wir alle das gleiche direkt anziehen oder wollen wir erstmal ein Outfit-Battle machen? Ich würde sagen, wir machen einfach alle direkt das gleiche, oder? Weil wir müssen alle das gleiche anziehen, damit die NPCs, also die, ich sag im NPCs, die Randoms, dass wir genau zusammengehören, das ist wichtig. So, und dann finden wir nämlich bei Sportjacken, da gibt's doch hier diese Neongrüne. Genau, hier ist er. Aber brauchen wir gelb oder grün? Schon, das ist eher so ein Grün, oder? Katze, wie parkt ihr? Es gibt auch eine Anzeige. Noch sind wir nicht aktiv. Noch sind wir nicht aktiv. So, und dann gab es bei Jogginghosen, glaube ich, eine entsprechend grüne. Klar, man kann es wieder nicht 1:1 richtig das Outfit machen. Allein am Fahrradhelm scheitert es halt schon. Aber man kann so gut es geht es probieren, ne? So. So gut es geht können wir es nachmachen. Von mir macht gelb, macht grün, ist egal. Macht das, wie ihr wollt. Aber gelb-grün, das sieht so ähnlich aus. Komplett gleich wäre natürlich am geilsten. Ich glaube, das Grün ist irgendwie ein bisschen passender, um ehrlich zu sein. Es passt besser. Das ist schon eher so Neon-Gelb, dass es schon fast grünlich aussieht. Deswegen zieht man vielleicht echt grün an, statt gelb. Hier, Felix, du hast gelb an. Zieh mal grün an. Buff. Ey, da kommt schon einer auf dem Fahrrad. Ach, herrje. Die Katze ist schon am Start. Oh. So, wir brauchen aber noch einen Fahrradhelm. Das bedeutet, wir fahren jetzt nochmal ganz schnell zum Helmladen. Dass das auch noch nicht in den richtigen Kleidungsläden gibt, das ist auch so eine Sache. Naja. Wir fahren auf jeden Fall jetzt nochmal eine Stunde mal zum Maskenladen und organisieren uns da noch einen Helm. Boah, eigentlich muss ich auch nochmal eine reine Garage nur mit Tempestas machen. Ich finde dieses Auto so wunderschön. Außer die Hecklichter, die sind echt ein bisschen peinlich. Aber sonst ist das Auto absolut geil. Dafür vom Huracan Remake in GTA 6. Oh, ich freue mich so sehr. So. Oh, die Mucken. Oh, besser ist das. Gucken wir mal bei den Helmen. Wir geben Gas! Und jetzt unter... Kampfrocker? Festlich? Helme. Ja, hier. Geil, Bauarbeiterhelme. Lieben wir. Der hier, oder? Am ehesten. Ja, die passen halt jetzt alle nicht so richtig, ne? Aber am ehesten, ja.
Retro-Helm, wild. Und wir müssen natürlich einen nehmen, den jeder nehmen kann. Also jetzt nicht irgendwie was Spezielles, was man erst freischalten muss. Das sind alles Motorradhelme. Ich würde sagen, entweder wir brauchen hier so einen Mofa-Helm, sowas in der Art hier. Oder so einen. Schreib mal in den Chat, was eher? Sowas? Eins oder zwei? Nur von der Art vom Helm her erstmal. So ein Rollerhelm oder so einen... Wie nennt man das? Offroad-Helm. Echo-Lichterkette an. Helme gibt es auch im Kleidungsladen. Ah, okay. Das ist nicht krass. 2, 1, 1, 2. Ja, das ist perfekt. Bahnwelle läuft doch, Leon. 2 in schwarz. 2 war, jetzt muss ich erstmal gucken, was war. 2 war das hier. Ne, dann nehmen wir den auch in grün. Hier, guck mal, den hier. Der hier. Dieser Rollerhelm sieht halt nochmal ein bisschen dulliger aus, so, ne? Ja, aber ich glaube, das ist der einzige passende farblich. Sprunk? Ne, das ist ein anderes Grün. Wenn ihr einen besseren Helm irgendwo habt, sagt Bescheid, ne? Alter, Dragon! Oha! Dragon, mein Bester! Vielen herzlichen Dank fürs Verschenken von 5 Anzeigen wahrscheinlich. 5 Mitgliedschaften auf YouTube. Oh, du bist schon wieder abgeschnitzt, mein Lieber. Du wurdest zu schwer. Was soll ich sagen? Holy shit! Vielen herzlichen Dank, Leute, für Dragon, fürs Verschenken von 5 Mitgliedschaften auf YouTube. Leute, alle, die eine Mitgliedschaft auf YouTube geschenkt bekommen haben von ihm, bedankt euch dafür, dass das Mindeste. Dein Zettel hat natürlich auch die entsprechenden Striche bekommen. Und wird hier auch wieder auf die Nummer 1 gehängt. Und wenn ihr hier auch an unsere tolle Tafel kommen wollt, dann einfach auf YouTube mal mindestens eine Mitgliedschaft verschenken. Und dann kriegt ihr auch euren Platz an unserer Tafel. Vielen herzlichen Dank, mein Bester, für deinen Support. Ja, ich würde sagen, wir nehmen schwarz. Ja, ich würde fast sogar sagen, eher in schwarz, oder? Wie viele hast du jetzt insgesamt? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 66. Schon eine krumme Zahl. Take care, friend. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den schwarzen hier. Ich glaube, das ist insgesamt immer noch am passendsten, um ehrlich zu sein. Und jetzt kommt die Animation. Dauert immer einen kleinen Moment. Aber jetzt sind sie da! Ende der Zeit. Oha, und Freaky Gamer verballert auch direkt nochmal ein Sub auf Twitch. Auf YouTube. Und dann bekommst du natürlich auch deinen Zettel, mein Lieber, mit dem ersten Strich. Ganz hier ohne. Ganz da ohne. Vielen herzlichen Dank, mein Bester, für deinen Support. Und auch fürs Verschenken von einer Mitgliedschaft. So, jetzt brauche ich noch ein Fahrrad. Wollen wir die Elektrofahrräder nehmen oder nehmen wir die Dulli-Fahrräder? Ja, schon die Elektro, oder? Bisschen praktischer irgendwie. Das Outfit von dem vor dir passt mega. Das hier meinst du, das Orange, ne? Mhm. Aber das ist auch geglitscht, oder? Mit der schusssicheren Weste, oder? Wenn ich mir Geld kaufen würde, müsste GTA dafür über Steam gekauft haben? Nö, das ist egal, glaube ich. Am PC meinst du? Nö, das ist relativ Wurst. So, ich muss jetzt mal ein Fahrrad noch kaufen. Jetzt brauche ich erstmal mal mein Fahrrad. Hey, du kleiner Assi!
Leute, zieht euch mal alle gleich an. Hier, Meister, das ist noch gelb, dein Outfit. Simon, dein Outfit ist gelb. Werd grün, bitte. Wichtig. Falsches Menü. Alles regulär im Shop. Ah, okay, krass. Ja, aber ist jetzt zu kompliziert hier. Mit so vielen Leuten, weißt du, bis wir das dann haben. So, dann schnappen wir uns doch hier den passend grünen. Passend grüne Elektrofahrrad. Parken das... Dein Ernst jetzt? Junge! Ich sagte ihm, er soll sich umziehen. Was macht er? Fährt mich um. Umziehen, nicht umfahren. Das ist ein Unterschied. Es gibt eine Anzeige. So, kaufen wir uns nochmal hier das Fahrrad. In welche stelle ich denn das rein? Eins, komm. Kann man sich merken. Penthouse 1. Lol. Ach, das ist Pause. Junge, was ist denn los mit euch? Könnt ihr mal aufhören, mich umzufahren? Ja, besser ist das. So, also bestelle ich mir noch mein Fahrrad her. Das geht ja zum Glück seit ein paar Updates. Seit ein paar Updates geht es ja zum Glück. Wie viele Anzeigen sind schon raus? Ey, an Simon schon mindestens 5. Simon hat schon mindestens 5 Anzeigen. Leute, zieht euch mal alle gleich an. Das ist ganz wichtig, gleich, wenn wir in der Open Lobby sind. Die Leute müssen sehen, dass wir zusammengehören. Deswegen, wichtig. Oh ne, jetzt sogar der Typ schon den GTA, ich dreh durch. So nämlich. So und nicht anders. Jawollo. Dann schnappen wir uns jetzt hier mal einen Mechaniker und bestell auch mal nicht mal mit Fahrrad. Ich weiß noch nicht, ob es schon geliefert wurde. Jetzt müsste ich nur wissen, wie mein Elektrofahrrad heißt. Ach, jetzt wird's geliefert. Oh, das ist auch so nervig, ne? Ihr bestellt es. Und seid dann im Menü, müsst aber das Handy erst nochmal zumachen und wartet wirklich auf die SMS. Denkst du ja auch nur so, Junge, wofür das? Zu nah meinem... Ah! So, Auto weg. Jetzt neu. Jetzt aber. Henry, du... Kommt drauf an, wenn du Money Boost oder... Beim Money Boost kriegst du auf deinen existierenden Account einfach Geld drauf. Wenn du einen Unlock All hast, bekommst du einen neuen Account. Und wenn du einen Money Boost haben möchtest, also auf deinem jetzigen Account einfach nur mehr Geld, dann gibst du ihnen deine Daten, die loggen sich ein, machen dir dein Geld drauf. Und, genau. Das ist so das Vorgehen. Er hat zu laut telefoniert, es gibt eine Anzeige. Ja, Mann. Welche Jacke ist es? Sportjacken und Jogginghosen, da findest du die. So. Juhu. Oh, Junge, Nitro. Über Rot. Pff. Okay, ich würde sagen, wir treffen uns einmal mit allen am Hafen. Im Hafen wahrscheinlich. Hier. Am Strand. Hier haben wir Platz für die ganzen Fahrräder. Und können auch, machen noch ein Gruppenfoto zusammen, würde ich sagen, oder? Mache ich noch schnell ein Gruppenfoto zusammen. Das Ende der Zeit. Beste. Beste. So, wir warten auf den Basketballplatz. Komm, da haben wir freie Fläche, das ist gut. Wir treffen uns hier am Basketballplatz. Und warten hier auf alle. So, und jetzt hören wir auf, uns gegenseitig anzuspringen, okay? Zu bespringen. Da warten wir auf alle, machen zusammen Foto. Ihr könnt euch schon mal ordentlich hinstellen. Mit was wollen wir als Hintergrund hier? Wir nehmen schon hier da alles, die Yacht im Hintergrund, oder? Das heißt, stellt euch mal alle hier schön mit dem Hinterrad, wie beim Tuning-Treffen. Wir üben das jetzt. Schön hier mit dem Hinterrad an die Wand. Buff. So, und jetzt alle nebeneinander. So ein Ticken nach vorne vielleicht, so. Alle schön nebeneinander. Und dann warten wir noch gerade, bis ein paar Leute da sind. Bis die anderen hier noch alle zu uns gekommen sind. Und dann machen wir ein Foto und dann geht's los. Hand, da kannst du nicht viel machen. Brauchst einen neuen Account. Wenn du gebannt wurdest permanent, dann kannst du da relativ wenig machen. Kannst dem Support schreiben. Mit der Hoffnung, Junge, sieht das geil aus. Kannst dem Support schreiben mit der Hoffnung, dass sie Gnade walten lassen, aber da würde ich jetzt mal nicht zu viel Hoffnung drauf setzen.
Junge, sieht das geil aus. Nice. Junge, die ganze Anzeige Hauptmeister Gang ist am Stüssel. Nice. Genau, schön alle mal hinstellen, ordentlich. Dann können wir nochmal gleich ein gutes Foto machen. Wie kann ich mitspielen? Du musst erstmal in Stream auf YouTube oder Twitch kommen. Bist du ja schon, Max. Sehr gut. Jetzt Ausrufezeichen Crew in den Chat schreiben, der Crew beitreten und dann kannst du nachjoinen darüber. Ups, das wollte ich gar nicht. So. So, was ist mit den Kandidaten? Der zieht sich noch einen Helm auf, dann warten wir noch gerade auf den Kleidungsladen, dann hat der Gaming Bros auch gleich geschafft und er ist wahrscheinlich auch noch beim Katze. Du bist noch... Was ist deine Mission? Auch noch umziehen. Jetzt erst. Eieieiei. Junge, sieht das wild aus. So, bleib mal gerade stehen, bitte. Ich bin nur hier kurz fürs Thumbnail. Achso, warte mal. Licht kommt ja von hinten. Das ist schlecht. Müssen wir nochmal uns eigentlich umdrehen, um ehrlich zu sein. Nee. Eine Crew können 1000. Leider nur. Deswegen mussten wir letztens auch mal wieder alle rauswerfen. Bisschen schade. So. Ja, mein Thumbnail. Perfekt. Mal gucken dann. Wie viel haben wir? 14 Uhr. Na okay, den können wir auch gleich noch machen. Sieht nice aus, sag ich euch ehrlich. Ich überlege gerade, ob er nicht... Kommt mal bitte mit kurz und dreht euch einfach mal um. Lass mal hier hinten gerade an die Wand gehen, bitte. Hier, so rum, weil dann können wir, dann ist die Sonne von vorne und dann können wir besser ein Foto machen. Stell euch mal gerade bitte alle so rum hin. Aber gerade einmal tauschen. Hey, nicht Leute umfahren. Genau. Freunde, ihr müsst halt unbedingt neben mir sein, ne? Das erkennt man sowieso nicht. Wir sehen eh alle gleich aus. Guck mal, jetzt hat er mich aus meinem Platz hier rausgedrängt. Ich dreh durch. Komm, das haben wir eben so wunderschön gemacht. Ja, genau. Ja, ja, jetzt so langsam. Ja! Junge, sieht das episch aus. Wenn du jetzt noch dein Hinterrad runternimmst vom Bordstein, wäre ich ja fast glücklich. Junge, sieht das episch aus. So, sind alle da? Junge, die aber auch lang hier, ne? Die brauchen aber auch wirklich lang. Würde ich sagen, warten wir nicht auf die. Oder wir sammeln die ein. Okay, Achtung, Ansprache. Aus Weg! So. Über die Grünfläche wird gelaufen. Das ist jetzt natürlich auch so mittelmäßig. So, meine Herrschaften vom Ordnungsamt. Ah ne, wir sind ja gar nicht vom Ordnungsamt. Wir machen das ja nur zum Spaß. Da war ja was. Ist ja eigentlich gar nicht unser Job. Aber wir machen es trotzdem. Wir schauen uns an, was in Los Santos so schief läuft, wie die Leute falsch parken oder den grünen Streifen für andere Dinge nutzen. Dementsprechend, meine Kinder, meine Anzeigenhauptmeisterkollegen, meine Anzeigenhauptmeisterkollegen, stellt euch auf, macht euch, ey, ab in die Reihe, das gibt eine Anzeige. Zurück. Besser ist das. Stellt euch vor, wir haben einen Wettbewerb, wer die meisten Anzeigen verteilt, der bekommt was ganz Tolles. Der bekommt einen Block mit vorausgefüllten Anzeigen. Oh Gott. Freunde, wenn ihr noch Bock habt mitzuzocken, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Kommt einfach in unseren YouTube-Stream. Dort einmal Ausrufezeichen Crew reinschreiben. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr der Crew beitreten und über die Crew nachjoinen. Also kann jeder sehr, sehr gerne mitspielen, der Bock hat. Bisschen geht hier online live. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr da sehr gerne mitspielen. Okay, seid ihr alle bereit? Ja, alle mal hüpfen, die bereit sind. Mach mal hüpf, hüpf. Bro, was hast du denn für ein Fahrrad? Das gibt schon mal die erste Anzeige. Anzeige ist raus. Jawohl, jawohl, alle bereit? Ja! Ah, Junge, sieht das geil aus. Das sieht so geil aus.
Hey, mein Fahrrad, wo ist mein Fahrrad? Irgendjemand hat mein Fahrrad geklaut. Hier, das ist meins, jawohl. Ich hüpfe mit euch, ja. Das sieht so dumm aus, aber so gut. Ich war heute in den Nachrichten, wo war ich denn in den Nachrichten? Luximus. In welchen Nachrichten war ich denn? Jetzt kriege ich Angst. Schick mir mal einen Link auf Instagram oder so. Instagram, Discord, mir egal. Schick mir mal irgendwo einen Link. Das muss ich sehen. Was du da meinst. Junge, sieht das dumm aus. Geil. Wenn ihr mitspielen wollt, wie gesagt, kommt gerne in unseren YouTube-Stream. Dann könnt ihr mitspielen. Sehr, sehr gerne. Okay, stopp. Stopp. Vorne reicht. Stopp, stopp, stopp. Sind jetzt eigentlich alle Kollegen da? Nee, einer fehlt doch. Die Katze fehlt doch. Ich würde sagen, wir ermitteln jetzt mal darüber und gucken, was der da so ewig lang macht. Und drücken dem einfach sonst eine Anzeige rein. Gar kein Problem. Leute, Abfahrt. Oh Gott, aua. Es gibt auch eine Anzeige. So, Abfahrt. Nicht über den Grünstreifen, sonst gibt es eine Anzeige. Und hier nur Schrittgeschwindigkeit. Ist ja klar, ne? Marobo, ja, ich wollte schon sagen. Knappe Kiste gewesen, sag ich dir ehrlich. Hab alles fotografiert. Habe ich da so einen Sound für? Das wäre wichtig. Ja. Ist alles dokumentiert und fotografiert. Keine Chance hast du. So. Jetzt aber. So und nicht anders. Hey, ihr fahrt alle anders. Lass mal zusammenfahren. Stopp. Kommt mal zu mir, meine Freunde. So, grün. Hier dürfen wir lang. So, Arm nach links raus. So, links. Arm raus. Oh, hier ist rot. Anhalten. Hallo. Das gibt eine Anzeige. Ihr seid über die Linie gefahren. Puff. Grün. Abfahrt. Das ist so dumm. Das ist so unglaublich dumm, dass es schon wieder gut ist. Dankeschön auch auf TikTok an alle Leute, die auf TikTok ein Follow da lassen. Richtig krass, was da gerade abgeht. Vielen herzlichen Dank, Leute. Sehr nice. So, und hüpfen. Hui. Rot. Uff. Eieiei. Eieiei. Ah, guck mal, unser Kollege ist uns schon entgegengekommen. Perfekt. Dann treffen wir uns doch hier oben bei der Polizei, oder? Chiara will auch mitzocken. Ja, sehr gerne. Mach mal den Anzeigenhauptmeister-Song an. Von Finch den, meinst du? Ja, machen wir lieber nicht. Sonst gibt's Ärger mit Copyright. Der Bordstein war zu hoch. Gibt eine Anzeige. Perfekt. Grün! Abfahrt! Jawohl. Jawohl. Puff. Hey, das war Sachbeschädigung, mein Lieber. Es gibt eine Anzeige. So. Hier, ey. Rammt er mich weg. Hackt's. Na, guck mal, hier ins letzte Stückchen Sonne gehen wir. Hui. Boah, Junge. Das ist so geil. Das ist so dumm, dass es schon wieder gut ist. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, Freunde, wir stellen uns jetzt mal richtig auf. Meint ihr, wir trauen uns schon in der Open Lobby? Trauen wir uns in der Open Lobby? Robert, es verteilen sich ja alle Zuschauer gerade über alle Plattformen, ne? Wir streamen ja auf Twitch, TikTok und YouTube. Deswegen teilt sich halt ein bisschen auf. Ich bin ready. Wir haben geübt. Das heißt, wir gehen jetzt in eine Open Lobby. Wir brauchen eine Open Lobby mit so 10 Leuten. Das wäre perfekt. Freunde, wir suchen jetzt eine Open Lobby mit 10 Leuten. Und da wird dann rein ermittelt. Und da werden jetzt Anzeigen rausgeschallert. Die werden rausgedroppt wie sonst was. Wie kann ich meinen Skin ändern in GTA 5? Meinst du nur das Outfit oder deine Person richtig? Also so männlich zu weiblich oder sowas. Macht jemand CEO wegen Wochenaufgabe? True, das könnte man natürlich easy machen, das stimmt, ja. Hätten wir nochmal unsere Wochenchallenge erledigt. Aber bringt die irgendwas außer Geld? Und die Kappe gab es letzte Woche schon für einfach nur einloggen oder so, ne? Die Kappe gab es nämlich letzte Woche schon, dachte ich mir zumindest. Das heißt, man macht die Wochenaufgabe eigentlich nur wegen der Kohle. Cringe, wer noch 100.000 in GTA braucht. Spaß. Spaß! Bisschen, ne? Bisschen nicht.
Wenn du schon in der Crew bist, brauchst du... Achso, ja. War nicht an mich. So, also ich wiederhole nochmal, wir brauchen jetzt eine Lobby mit so 10 Leuten. Eine öffentliche Lobby mit 10 Leuten. Ihr könnt selber gerne auf die Suche gehen und dann einfach in den Chat schreiben. Und dann einfach in den Chat schreiben, wenn ihr eine habt und wen wir nachjoinen sollen. Alter, Leon, danke schön für dein Geschenk auf TikTok. Ehre! Danke dir, mein Lieber. Besser so, sonst gäbe es auch eine Anzeige. Danke dir für deine Unterstützung, mein Lieber. Will nicht, dass du gehst, lalalalilula. Lalalalalala, bis ans Ende der Zeit. Hast eine Achterlobby. Ja, aber du bist ja nicht in der Crew, nicht in der Freundesliste. Das ist schwierig, dir danach zu joinen, ne? Alter, Julian, auch eine Rose auf TikTok. Vielen, vielen Dank, mein Besser. Öffentliche 26, Junge, Junge. Es spielen einfach zu viele Leute GTA, was soll man machen? Zu viele Leute spielen GTA. Das Spiel ist zu sehr im Hype! Im Hype! Okay, Junge, Junge. Wir machen jetzt nämlich folgendes, Freunde. Boah, das wäre eigentlich auch geil. Wir gehen jetzt zu Randoms, zeigen aber mit dem Finger auf die und dann rufen wir die Polizei an und lassen die Polizei kommen. Icelux hat eine Elva-Lobby, perfekt. Ja, dann warte kurz, ich lad rein, dann gucke ich mal, ob es klappt und wenn nicht, kommen wir zu dir. Elf ist gut, bleib da mal drin. Oha, Leo, danke schön für dein Herz, mein Lieber. 26, nee, dann gehen wir zu Icelux, Freunde. Habe ich dich auf der FL, ja, ne? Ja. Aber ich kann ihn nicht nachjoinen, das ist frech. Hallo? Ich kann auch nicht runterscrollen, das ist auch frech. Gibt auch eine Anzeige. An Rockstar. So. Und ich kann jetzt einfach nochmal zeigen, wie ihr alle nachjoinen könnt. Denn wenn ihr bei uns in der Crew seid, dann geht ihr einfach auf Online. Crews. Meine Crews. Julex Squad. Mitglieder ansehen. Und dann sucht ihr euch jetzt hier eben die Person aus, der ihr nachjoinen wollt. Im Stream seht ihr, bin dann meistens ich das. Oder irgendjemand, den ihr seht, der in der Lobby ist. Sucht den raus. Das ist immer ein bisschen eklig. Und dann dem nachjoinen. Das ist immer so ein bisschen... Ja, jetzt hier geht's. Bei einer Person, die gezielt zu finden, ist immer ein bisschen eklig, weil man oft nicht angezeigt wird, obwohl man online ist. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig immer. Aber im Großen und Ganzen, irgendjemanden, der in der Lobby ist, den werdet ihr meistens finden. Sammy, was geht? Schön, dass du dabei bist. Hallo! Dass du zu spät bist, Sammy, gibt erstmal eine Anzeige. Das ist klar, ne? Ja, schon klar. Dein Bruder ist ein Riesenfan von dir. Oha, dann Grüße raus an deinen Bruder, Leon. So, jetzt gucken wir mal, ob die Lobby gut ist. Wenn die gut ist, dann alle nachjoinen, dann treffen wir uns wieder am Polizeirevier. Und dann suchen wir uns unsere ersten Ziele. Unsere ersten Ziele, die angezeigt werden. Junge, es ist so dumm. Das Niveau vom Stream sinkt. Von Mal zu Mal. Kann man mitspielen? Na, selbstverständlich, Dominik. Du kannst sehr, sehr, sehr gerne mitspielen. Einfach einmal in... unseren YouTube-Stream gehen und dort Ausrufezeichen Crew reinschreiben. Und wenn du da Crew reingeschrieben hast, ja, kommt alle in unsere Sitzung, Leute, beeilt euch ein bisschen. 8 Plätze haben wir nur noch. Wenn ihr dann da Crew reingeschrieben habt, könnt ihr der Crew eine Anfrage schicken und mitspielen. So, wir treffen uns mal alle hier. Aha, Mr. Jack da drüben, MG Jack. Lass mal zu MG Jack gehen und einfach mit dem Finger auf den zeigen. Hi, Leon, jetzt auch auf Twitch am Start. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier seht ihr mal, wer in der Lobby ist, aus unserer Crew. Der eine, Julian, Icelux, ich, Icelux, Katze, Pauz. Ja. Stell ich mal alle vor ihn. Wenn er dann doch nicht mehr AFK ist, sieht er einfach so viele Leute, die auf ihn zeigen. Guck mal hier, er macht sogar ein Foto. Besser ist das, Katze. Besser ist das. Klar, auf YouTube, Twitch und TikTok. Oha. Nice. Also ich erkläre mal das Prozedere gleich. Wir suchen uns ein Opfer aus. In dem Fall jetzt hier unser Beispiel hier. Guck, der da drüben ist auch AFK. Was ist denn da los? Dann gehen wir zu den Leuten hin, stellen uns vor die, zeigen mit dem Finger auf die und rufen die Polizei an. Weil die werden jetzt einfach angezeigt für was auch immer. Beziehungsweise wir warten, bis sie irgendein Verbrechen gemacht haben. Und wenn sie das gemacht haben, wird die Polizei angerufen. Notfalldienst, 911. Digga, was geht bei ihm ab? Und dann Polizei. Bam, und dann ist er angezeigt. Okay? So wird das jetzt gemacht. Aber warten noch mal, bis alle von uns hier sind.
4 Plätze hat die Lobby noch. Also beeilt euch mit Nachjoin, die ist gleich voll. So, wir gehen hin, zeigen mit dem Finger auf die. Bis zu dem Moment, wo sie irgendeinen Fehler machen sozusagen und angezeigt werden, dann rufen wir die Polizei an. Ja, genau, er macht schon ein Foto. Besser ist das. Besser ist das. Das ist so selten dämlich. Aber auch irgendwie geil. So. Warten wir noch mal kurz einen Moment, bis alle da sind aus unserer Crew. Genau, einer ist hier nämlich auf dem Weg. Da ist noch einer auf dem Weg. Da ist einer auf dem Weg. Genau. Genau, genau, genau. Huh? Jetzt sind hier zwei Randoms. Für jeden Tod gibt es eine Anzeige. Besser nicht. Jetzt werden die Cops bitte gerufen. Er zieht auf uns. Digga, was schießt du einen aus meiner Crew ab, Alter? Bist du blöd? Oh, sorry. Was ist los bei dem, Alter? Schießt auf einen von unserer Crew? Also, da werde ich aber ganz salty, sag ich dir ehrlich. Da werde ich ganz salty. Da habe ich was gegen. Ich würde so am Morgen laufen, wenn vor mir 5 grüne Leute stehen. Wie viele sind in der Lobby? Oh, 29. Also, wenn du Glück hast, kommst du noch rein. So, wir treffen uns hier trotzdem nochmal. Schießt da auf einen von uns, sag mal, hakt's. Buff. Tschüss. Das gibt da schon mal ja die erste Anzeige. Guck mal, jetzt kommen die Cops. Ja, jetzt kommt ihr, ne? Der Anzeigehauptmeister hat es schon hier angezeigt, alles. Und jetzt kommt ihr erst. Willst du mich verarschen? Ja, wieder nur Donuts gegessen, ne? Eieieiei. Na gut. Na gut. So, wo ist mein Fahrrad? Das hier ist mein Fahrrad. Das einzige, was ordentlich abgestellt ist. Eieiei. So. Nee, das war Notwehr gerade von mir. Das gibt keine Anzeige. Ah, dann lass mal hier neu gruppieren. Wer war denn das eigentlich gerade, der so Stress gemacht hat? Der hier, ne? Oder der hier? Wissen wir nicht. Sind alle da von uns? Hier oben. Digga, was machst du in Palito Bay? Hä? Wieso bist du in Palito Bay? Muss man nicht verstehen. Digga, er kommt einfach mit dem Wohnmobil. Wildes Outfit auf jeden Fall. Freunde, Sie können hier, der Herr, Sie können hier nicht einfach mitten so auf der Straße anhalten. Parken zweite Reihe, Freunde, das gibt eine Anzeige. Da rufe ich direkt mal die Cops. Hello, this is 911. What emergency service? Leute, alle mal die Cops anrufen. Alle mal die Bullen anrufen. Ah ja, so viel zum Thema. So viel zum Thema. Ich hab drauf gewartet. Das Opfer. So, naja. Holen wir ins nächste Fahrrad. Auch nicht schlimm, weil jetzt spawnen wir wenigstens alle zusammen. Und wenn es ihm die 300.000 oder was waren es, 500.000, was auch immer wert ist, dann ist doch, dann freut mich das doch für ihn. Wenn wir ihn dafür seinen Tag versüßen konnten, ist doch schön. So, alle mal ein Fahrrad wieder anrufe. Ist nicht versichert gewesen, vermutlich. Nice. Zeig mich an. So, schnappen wir uns unser Fahrrad wieder. Leute, alle Fahrrad besorgen, dann warten wir hier vor der Justiz. Auch okay. Vom Rathaus ist genauso gut. Nicht bei der Polizei, gehen wir zum Rathaus. Völlig in Ordnung. So. Dann gehen wir halt hier zum Rathaus.
Ja, einige Kills bringt ihm aber nichts, weil es in der Open Lobby keine KD gibt. Also deswegen ist es halt so sinnlos. Ich find's auch blöd, dass man da nicht sieht, wer es war. Weiß ich ja gar nicht, wen ich jetzt anzeigen soll. So! Meine Herrschaft, oh guck mal hier, das können wir eigentlich perfekt als Linie nehmen. Zum Aufstellen. Stell ich mal hier schön alle in Reihe und Glied nebeneinander. An dieser weißen Linie entlang, neben mich. Ich sehe nicht, wie viele in der Lobby sind, weil hier ist gerade so eine Kack-Mission. Hier, genau wie ich, ja? Das Vorderrad genau auf die weiße Linie. Kein Zentimeter vorher, kein Zentimeter nachher. Wir spielen auf der PS5, Liam. Und wenn ihr mitspielen möchtet, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Die Leute, die jetzt auf TikTok sind, wenn ihr mitspielen möchtet, müsst ihr halt erstmal in unseren Stream reinkommen. Wer beschießt uns da? Dann müsstet ihr halt erstmal in unseren Twitch-Stream kommen. Warte, wir sind freundlich, Leute. Wir wollen keinem was antun. Sei denn, die greifen uns an. Dann schießen wir natürlich zurück, das ist klar. Ist dieser Jet, der uns hier die ganze Zeit probiert zu bombardieren, oder was? Ist das der Jet? Warte mal, dann machen wir hier halt einen Jet-Teil runter. Genau, und dann treffen wir uns hier einfach auf entspannt. Aber der war echt schlecht, muss man sagen. Oder? Ah ne, die anderen hat er getroffen. Oh, schade. Deswegen spielen wir auch nie in der Open Lobby. Aber, es ist trotzdem witzig. Wo sind wir hin mit dem Jet? Ich wollte ihn gerade wegschießen. Naja, egal. Brauche ich schon wieder ein neues Fahrrad? Oh, das ging ja schon wieder flott. Raketenwerfer gegen Rage One Shot. Railgun braucht zwei, ja gut, aber dann muss Railgun zu treffen, ist halt auch deutlich einfacher, ne? Die schießt halt deutlich schneller als eine Rakete. Ah, auf Radar, true. So, egal, schnappen wir uns ein neues Fahrrad und dann geht's los. Ich treffe uns jetzt mal, ne, eigentlich will ich mich schon da treffen, das ist eigentlich eine geile Location. Und vielleicht werden die Leute auch irgendwann lieb. Ich verstehe halt nur nicht, die Leute beschweren sich immer so sehr, dass in GTA Online... das alte GTA Online in Anführungszeichen nicht mehr da wäre, ne? Das ist so, was man so von der PS3 kennt. Mit spontanen Tuning-Treffen, mit irgendwie die Spieler spielen zusammen. Dass es das nicht mehr gibt, beschweren sich immer alle. Wir können auch einfach Passivmodus gehen in der Zeit, komm. Einfach. Da beschweren sich immer alle. Aber wenn man dann mal was startet, was halt so ein bisschen kreativer mal ist und nicht nur dieses langweilige, öde, ich gehe in eine Lobby und nerv Leute. Da wird es halt kaputt gemacht. Weißt du, was ich meine? Das verstehe ich halt nicht. Das ist irgendwie ein bisschen traurig immer. Aber egal. Nicht so schlimm. Wir gehen aber in Passivmodus, dann haben wir unsere Ruhe. So. Ah, ich bleibe am Fahrrad, weil sonst ist das Ding gleich Schrott wieder. Ah, lass ihn in Ruhe. Geht einfach in Passivmodus und dann ist doch egal. Dann wird er irgendwann keinen Bock mehr haben und dann lässt er uns auch in Frieden. Genau. Nein. Dieser Hut, das gibt eine Anzeige, das ist nicht innerhalb von unserem, vom weißen Kasten hier. Du stehst außerhalb des Fahrradparkplatzes. Es gibt eine Anzeige, mein Lieber. Tja, machst du nix. Da machst du nix. So ist es nämlich. So, sind alle unsere Kollegen aber jetzt wieder am Start? Ne, einer fehlt noch. Der German Brony. Und dann können wir uns jetzt schon mal das erste Ziel wieder aussuchen. Ah, guck mal hier. Hey, guck mal, das ist sogar ein Random. Warte mal, irgendeiner hat mir doch gerade eine SMS geschrieben. Bro, can you help me with the jogger, hat er doch geschrieben, ne? Dann schreibe ich. Schreiben wir zurück, come. Haha. In. My. YouTube. Live. Junge, wenn wir jetzt hier den Felix Italo einfach einen random rekrutieren können für unser Team, da wäre das doch ein Traum. Das wäre absolut geil. Wo ist der denn? Warte mal, wie hieß der Typ? Fane irgendwas. Wo ist denn der Kollege? Will er sich uns anschließen? Das wäre jetzt witzig. Ist er noch in der Lobby?
Das wäre jetzt halt zu geil. Guck mal hier, ich glaube, die wollen sich echt anziehen wie wir. Komm, wir fahren jetzt mal. Freunde, Achtung, kurze Ansprache. Meine Herrschaften, Los Santos zählt auf uns. Wir müssen die Stadt von Parksündern befreien und Anzeigen verteilen. Ist das klar? Alle verstanden haben, einmal hüpfen. Einmal hüpfen. Jawohl. Was ist die wichtigste Nummer, die ihr in eurem Handy habt? Schreibt mir eine SMS. Schreibt mir eine SMS mit der wichtigsten Nummer. Damit ich auch weiß, dass ihr wirklich die wichtigste Nummer am Start habt. Ja, guck mal, alle tippen. Ah, ja, ja. Genau, 911. Richtig, die Nummer, die Kurzwahl von der Polizei. So und nicht anders. Genau, Felix Watz, Jedi auch. Die wissen es, die Jungs. Oh, guck mal, kommt da jetzt echt der erste Random? Oh, ich dachte echt, der hat das gleiche Outfit an wie wir. Das wäre zu geil. Okay, lasst uns, meine Kollegin, einmal zum Kleidungsladen fahren. Und dort den ersten Kollegen abstauben. Und mal schauen, ob der sich euch anschließen können oder ob wir dem eine Anzeige drücken müssen. Achtung, rot! Rot, Kinder, Pause, Anzeige. Ach, ey. Was soll man dem sagen dafür, ey? Oh, habt ihr das paar Auto von ihm gesehen, Freunde? Habt ihr das Auto von ihm gesehen? Nein, nee, nee, mein Kind. So wird hier nicht geparkt. So schon mal gar nicht. Ey, was geht bei ihm ab? Digga, was ist denn seine Mission? Da wird direkt mal die Polizei gerufen. Digga, will der uns einsperren oder was? Freiheitsberaubung. Es gibt eine Anzeige. So, da sind die Cops schon. Bitte einmal alle abschleppen. Ich habe ein Foto gemacht. Alle Fotos sind aufgenommen. Bitte anzeigen. Danke. Gucken wir doch mal, was der Kollege hier drin fabriziert. Will er sich auch so anziehen wie wir, oder was ist seine Mission? Nee, der zieht sich einfach anders an. Der zieht einen normalen Anzug an. Aber stellt euch mal einfach dazu. Lass mal so einen Halbkreis um den stellen. Und alle mit dem Finger auf ihn zeigen. Und wenn er gleich aus dem Menü rauskommt, stehen auf einmal so 10 Leute um ihn, die alle grün angezogen sind und mit dem Finger auf ihn zeigen. Ey, da ist er schon. Ey, guck mal, der zieht sich echt an wie wir. Oha, der zieht sich wirklich... Das ist ein Random und der zieht sich so an wie wir. Freunde! Na komm, der weiß nicht, wo man die Oberteile kriegt. Hier, mein Lieber. Hier drüben. Komm mal her. Schick den mal zu mir, Freunde. Hier, mein Lieber. Genau, zeig mal hier rüber. Zeig mal alle hier rüber. Damit er das findet. Oder ist da hinten auch Oberteile? Ich glaube, da hinten an der Seite sind auch Oberteile. Das ist der, der uns am Anfang gekillt hat. Ja, egal, guck mal, er hat sich beherrscht. Das zeigt ja, dass er Frieden will. Ich bin von der Polizei, bin schon vor Ort, alle werden abgeschleppt. Besser ist das. Besser ist das. Guten Tag, Herr Officer. Guten Tag. Oder er checkt nicht, warum ihr das Outfit anhabt. Ja, wenn das ein internationales ist, kennt er das ja nicht. Das kennst du ja wirklich nur, wenn du deutschsprachiger Raum bist und dann auch echt viel auf YouTube. Sonst kennst du das ja auch nicht. Woher auch? Da liegt eine Motorhaube im Laden. normaler Montagabend. Motorhaube im Klamottenladen. Wer kennt's nicht? Mit PS4 kannst du leider nicht mitspielen. Nein, nur mit PS5. Digga, wer sprengt denn hier schon wieder irgendwas? Moin! Digga, was geht bei ihm ab? Ich glaube, er hat ein leichtes Aggressionsproblem.
Irgendwie haben die alle so ein leichtes Aggressionsproblem. Frage ist jetzt, wo ist dieser Bondi oder so, weil der die ganze Zeit Leute von uns killt. Ist er auf dem Hochhaus? Mit einer Sniper? Kann das sein? Ich glaube, das ist hinten mit einer Sniper. Kann das sein? Bitte wenden. Ja. Was ein Dude, ey. Eieiei. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir weiter, oder? Fahrrad? Wir brauchen Fahrrad. Bin von der Polizei. Felix! Undercover-Polizei ist unser... Ach, herrje, was geht denn hier ab? Freunde, wir müssen hier weg. Ich habe das Gefühl hier... Das ist ein bisschen zu actionreich, du. Das ist so traurig. Man muss einfach nur Mitleid haben mit den Leuten. Anders kann man sich das halt auch echt nicht gut reden. Außer, dass sie wirklich einen schweren psychischen Schaden haben. Ich meine das voller Mitleid und nicht böse. So, mein Fahrrad ist auch da. Optimal. Aber guck mal, wir konnten schon eine Person rekrutieren. Das ist doch schon mal, da haben wir schon mal viel von unserem... Hey! Geisterfahrer und mein Fahrrad umgefahren. Das gibt eine Anzeige. Freunde, wollen wir in eine neue Lobby gehen? Ich verstehe nicht, warum man das macht. Also ich verstehe es halt wirklich nicht. Wenn das wenigstens, weißt du, wenn das deutsche Leute wären, die mich auch irgendwie von YouTube kennen oder so und deswegen ihr Ego ein bisschen pushen müssen, weil, damit sie einmal im Stream angezeigt werden. Okay. Aber das sind ja meistens einfach internationale Lobbys. Das heißt, die haben halt OG halt nichts davon, so. Weißt du, was ich meine? Sind Deutsche? Okay. Na dann. Noch trauriger. Das sind dann nämlich dann die Ersten wieder. Das sind dann die Ersten, die sich wieder darüber aufregen, dass es kein Content in GTA gibt. Und wenn man dann mal Content über so Community-Sachen macht, ne, das sind dann die Ersten, die sich darüber dann, die das dann dumm machen. Naja, Anzeige ist raus. Der Anzeigenhauptmeister kriegt seine gerechte Strafe, das hast du jetzt gesagt. Sammy, ey, dankeschön fürs Verschenken von einem Sub ans Erfrischungsgetränk. Was denn für ein Erfrischungsgetränk? Holy? Vielleicht ein Holy Moly? Lass uns noch einer. Ich probiere jetzt noch zwei Sitzungen. Lass uns noch zwei Sitzungen probieren. Wenn die ordentlich sind, nehmen wir die. Wenn nicht, machen wir noch ein Fahrradrennen und dann haben wir genug Anzeigen verteilt, glaube ich. Justus, der Anzeigenhauptmeister ist Deutschland auf Platz 2 der meisten Anzeigen. Bongo Karl ist auf Platz 1. Echt? Wer ist der Bongo Karl? Muss man den kennen? Ist der irgendwie relevant? Wird das bald so das Battle der Giganten, so wie die ganze Zeit PewDiePie gegen T-Series war? Gibt's dann jetzt Bongo Karl gegen Hauptanzeigenmeister? Anzeigenhauptmeister, so rum. Wie viel Geld ich in GTA habe? 160 Millionen oder so. So. Die Lobby ist nichts. Letzte Lobby, die wir nochmal probieren. Sonst machen wir aber ein Fahrradrennen, da haben wir unsere Ruhe. Dann haben wir genug Anzeigen für heute verteilt. Will nicht, dass du gehst. Jetzt habe ich so einen Ohrwurm von dem YouTube-Mitgliedschaftssong. Ich finde den aber auch nice. Der Bongo Karl hat einfach die Feuerwehr angezeigt, weil sie mit einem Helikopter im Parkverbot gelandet sind. Nein, oder? Nein! Nein! Wie langweilig kann einem sein? Das ist unglaublich. Ein CEO können 4 in MC 8. Warum weiß ich sowas auswendig? Das ist schon echt traurig irgendwo.
Anzeigenhauptmeister hat den Krankenwagen angezeigt. Junge. Mich würde mal interessieren, was die beruflich machen. Also. Ey, es ist so verrückt. Es ist so verrückt. Nee, safe. Der Hauptanzeigenmeister, der ist doch erst 18 oder so, ne? Der hat safe jetzt Schule fertig gemacht. Und ist jetzt, hat jetzt Langeweile. Safe. Also arbeitslos vielleicht im Sinne von Schule fertig und noch keinen Job angefangen, aber jetzt nicht so normal arbeitslos, oder? Schade. Schaffen wir nochmal eine leere Lobby? Ich würde eigentlich schon gern nochmal eine Runde in die Open Lobby. Das war schon witzig. Eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Oh ja. Sieht man, was Corona aus den Leuten gemacht hat. Ja, das ist die Generation, die so während Corona so zwischen 16 und 18 waren und denen einfach mal ein guter Abend in Altsachs fehlt. Sag ich dir, wie es ist. Das war prägend damals, mit 15 in den Club zu gehen. Das waren viele schlechte Erfahrungen, aber es hat geprägt. Und da muss man mal durch. Also irgendwie so mit so, was wir da alles erlebt haben. Also Altsachs ist so ein bisschen das Kneipenviertel in Frankfurt. Was wir da alles erlebt haben, wir haben die Hooligans der Eintracht kennengelernt. Ne, ich nette Kerle so. Ne? Sei denn du sagst, du bist Kickers-Fan, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber sonst echt nette Kerle. Und ey, was wir da erlebt haben. Vieles Negative, aber auch vieles Positive. Also, das, was ich damit nur sagen will, ist, es prägt das Alter. Und wenn du halt in dem Alter nur zu Hause hockst, weil du wegen Corona nicht raus darfst, schwierig. Schwierig. Falsche Kategorie, was für falsche Kategorie? Sind wir noch auf Just Chatting oder was? Deine Frau ist Eintracht-Mitglied. Eieiei. Machen wir, gib Gas! Danke dir. Und dann wir direkt mal auf GTA. Danke, danke, danke. Auch schön, dass du das jetzt der Erste bist, dem es auffällt, nach über einer Stunde. Optimal. 26, Junge. Das kann doch nicht sein, als ob wir jetzt keine leere Lobby finden. Mal einen auf die 12 zu kriegen, war auch nicht verkehrt. Hast du jetzt gesagt. Davon distanziere ich mich natürlich. Ja, jetzt habe ich es geändert auf Twitch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Seppio. Okay, wir probieren jetzt noch nur noch den hier. Wenn es dann nicht ist, machen wir ein Fahrradrennen im Outfit vom Hauptanzeigenmeister und dann passt das. Da kann ich nämlich auch endlich diesen Kackhelm abziehen. Weißt du, wie unbequem der ist? Junge, das ist noch nicht mal meiner. Den habe ich von meiner Mom ausgeliehen. Extra gestern fürs Video, also heute fürs Short. Und das gestern dann habe ich es gedreht. Oh, den Stream heute. Nur dafür. Und das ist echt unbequem. La 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 li la la la. Ihr müsst es euch mal vorstellen. Ihr hattet alle heute Abend nichts Besseres zu tun, als irgendeinem Dulli wie mir, der mit dem Fahrradhelm vorm PC sitzt, zuzugucken, wie er GTA Online rumrennt. Das ist schon irgendwie ein bisschen wild. Gut, wir haben kein Lobby gefunden, ist jetzt so schlimm. Da würde ich sagen, wir machen einfach mal von Rockstar erstellt ein Fahrradrennen noch, Leute. Radrennen, das ist gut, aber wir brauchen für mehr als 4 Leute. Oder wir erstellen unser eigenes. Radrennen, 30 Leute, perfekt. Biker sind es aber. Wir brauchen ja wirklich Fahrrad. Ist halt auch so dumm, dass Motorrad und Fahrrad gleich ist, ne? Gleiche Kategorie. Motorradrundstrecke. Und
Driftrennen. Backup, sind nur 8 Leute. Gibt es jetzt kein Fahrradrennen mehr mit mehr als 5 Leute? Doch, oder? Hey, es scheint so echt, als wären die ganzen Fahrradrennen nur für 8 Leute. Fahren wir, gib Gas! 4 Leute sogar nur, lul. Hä? Als ob die Fahrradrennen so klein sind. Das ist ja halt richtig traurig. Was soll denn das? Ich will doch einfach ein Fahrradrennen Lüge. Für 30 Leute. Lüge! Oh, Motorräder. Ach, ach hey. Aber habe ich nicht ein eigenes wenigstens? Meine Jobs, Rennen. Hab ich nicht? Hat jemand ein geiles Fahrradrennen? Mit L3 kann ich wechseln. Was kann ich da wechseln? Ah, Radrennen, L3. Ah. Ah, und das sind jetzt alle Radrennen? Ja, aber das sind auch Biker. Das ist aber auch Motorrad. Nur weil da Radrennen steht, dann kann es aber auch Motorrad sein. Guck, hier zum Beispiel. Tour de Los Santos. Radrennen mit 30 Leuten, optimal. Danke dir. 30er Radrennen, perfekt. Halte dich aber an die Verkehr. Hey, wollen wir das Radrennen fahren? Aber du musst dich ja die Verkehrsregeln halten. Junge, wäre das dumm. Dankeschön, Katzen. Warti, da kennt ihr alle aus. Sehr gut. Ist eingeladen. Wartet aber nicht auf die Einladung. Ne? Joint selber aktiv nach. Aktiv selber nachjoinen, sonst wird das nämlich nichts. Immer schön selber alle nachjoinen. La 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 di la 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 la. Laut Anzeigenhauptmeister diese Woche schon 17 Leute angezeigt. Junge, woher hat, also hat er irgendeine Social Media Präsenz? Hat er selber einen YouTube-Kanal oder irgendwas? Oder woher wisst ihr sowas? Oder woher wisst ihr so Sachen? Twitter. Wie heißt der da? Heißt der da einfach Anzeigenhauptmeister? Oh, scheiße, ich wollte nochmal Pause machen. Egal. Warte, ich guck jetzt nach. Drei, 4000 Follower. Ein neuester Tweet von ihm. Oder angepinnter, keine Ahnung. Ich bin der echte Anzeigenhauptmeister. Alle anderen Accounts sind eine Fälschung und werden angezeigt. Junge. Dieser Typ. Das ist unglaublich. So, was nehme ich denn für ein Fahrrad hier? Oh, es gibt nur die schnellen Fahrräder. Ei. Ei, ei, ei. Falsch angezogen. Es gibt eine Anzeige. Leon. Anzeige. Jawohl, jawohl, jawohl. Schippe. Angezeigt. Nee, Mann. Das wäre ich gerne. Aber da reicht's für mich einfach nicht.
Alles klar, Dragon, hau rein, mein Bester. Was ein Typ. Oh Gott, es geht ja schon los. Los geht's, Freunde, wer schafft die meisten Anzeigen? Ohne Helm, das gibt schon mal eine Anzeige. Oh nein. Oh, da hat's einen aufs Maul gelegt. Ja, wärst du auf der Straße geblieben und nicht auf dem Bürgersteig gefahren. Anzeige ist raus. Junge, wieso sind die anderen so schnell auf einmal hier? Junge, da ist der einzig wahre Anzeigenhauptmeister hier auf der 1. Jawohl, jawohl, jawohl. Habe ich Windschatten ausgemacht? Welcher Anzeigehauptmeister schafft die meisten Anzeigen? Yeah. Dafür muss man natürlich auch fit sein. Dementsprechend Vollgas! Jawohl. Komm, 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 komm. Es ist so blöd. Aber ich bin froh, dass wir wieder so einen Stream machen. Wie bist du drauf gekommen, dass wir Anzeigenhauptmeister in GTA machen? Boah, ich wollte es die ganze Zeit schon machen. Dieser Hype ist ja schon so ungefähr 2 Wochen oder so. Und da war ich aber noch auf Arbeit, da hatte ich keine Zeit, mir da irgendwie groß Gedanken zu machen. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Luft so zum Überlegen gehabt. Und dann habe ich jetzt noch das Short gestern gedreht. Und was. Opa, da. Das Short, was gestern gedreht und heute veröffentlicht habe. Und da dachte ich, Junge, das wird jetzt noch in GTA Online gemacht. Also habe ich schon letzte Woche irgendwann mir überlegt gehabt, aber dann waren halt andere Sachen wie Prep Games und sowas erstmal auf der. An der Planung. Ja. So ein Hype muss natürlich mitgenommen werden, ist ja klar. Leon, mach's gut, mein Lieber. Schön, dass du dabei warst. Ich hab so einen Ohrwurm von dieser YouTube-Mitgliedschaftsmusik. Junge. Beste! Wieso ist das Fliegemo... Was? Felix, was meinst du, mein Lieber? Woher ich eigentlich... Heißt A... Nee, wie heißt denn der Typ? Heißt der Adria? Oder was meinst du? Limax. Maximum, Dankeschön für die lieben Worte. Boah, schaffen wir noch einen hier? Nee. Hm. Naja, 6. Ich weiß ja nicht. Peggy, Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Ehrenhaft. Wirklich jeder, der auf YouTube abonniert. Kuss. Wer hat beim Wettbewerb gewonnen? Haben wir noch nicht aufgelöst. Während jetzt sind so die letzten Minuten, wo ihr noch Zeit habt, abzustimmen auf Discord. Wer das coolste Outfit hat. Und das überprüfen wir jetzt auch direkt. Ludo Schmidt, du bist der beste Anzeigehauptmeister. Sag das nicht dem Echten, sonst gibt's Ärger. Sonst gibt's eine Anzeige. Wegen was weiß ich was. So, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal in GTA rein, keine Angst, aber da machen wir dieses ganze Hauptanzeigenmeister-Zeugs hier aus, weil der Helm, irgendwie weiß, wie unbequem das ist. Ich verstehe nicht Leute, die so ewig lang mit dem Helm Fahrrad fahren können, auch wenn es natürlich Safety First ist und so. Ist schon mies unangenehm. Ich schaue jetzt mal kurz. Auf Discord haben wir nämlich diesen Channel. Warte mal, ich gehe hier einmal. So. Auf Discord haben wir diesen einen Channel hier. Und zwar Outfit Battle. Also wenn ihr hier unter GTA guckt, ne, das ist unser Discord hier. Wer ist schon bei uns auf dem Discord?
Es gibt ein Leaderboard mit den meisten Anzeigen. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Hauptanzeigen mal. Ey, ich habe so ein bisschen Angst, sage ich euch ehrlich, dass das so ein Hype wird. Und immer mehr Leute jetzt einfach zum Spaß Leute anzeigen, einfach weil es ein Hype ist. Da habe ich echt ein bisschen Angst vor. Auf Platz 2 war da Hauptanzeigen. Was sind jetzt 4000 Anzeigen, Digga? Das ist echt keine Hobbys, gell? Also so jemand hat doch wirklich einfach keine Hobbys. Junge, jetzt ist er auf Platz 3. Schwach. Junge, es gibt echt einen scheiß Leaderboard davon, krank. So, wenn ihr bei uns auf Discord seid und dort auf GTA geht, findet ihr unter dem Kleiderschrank, wo man generell coole Outfits posten kann, das Outfit Battle. Und da konnte man Outfits einschicken und die auch entsprechend bewerten. Und dann schauen wir doch mal hier. Hier haben wir 2 Stimmen. Überall 2 Leute. Wir brauchen da jetzt mal ein paar Bewertungen. Können wir bitte die Leute, die auf Discord sind, jetzt noch mal ein paar Abstimmungen, hier noch ein bisschen abstimmen? Ist ja echt traurig so. Ja, ich markiere euch das Ding nochmal. Bitte nochmal abstimmen fürs beste Outfit. Anzeigen, Hauptmeister hier. So, ich habe euch hier nochmal verlinkt, den Channel, falls ihr den nicht seht oder sowas. Bitte einfach hier gerade nochmal abstimmen mit Emotes, welches Outfit ihr am besten findet. Weil wir haben zu viele Leute mit 2 und es kann nur einen Gewinner geben. Auf jeden Fall auf Platz 1 dein echtes. Mit der Motorfest-Weste hier, ne? Siehst du mal, die Gamescom auf letztes Jahr noch doch für was gut. Wusste ich damals schon, dass ich da so eine Warnweste brauche. Genau. Dann würde ich sagen, stimmt doch mal ganz schnell ab. Ich gebe euch hier noch ein paar Sekunden. Irgendwie ändert sich da nichts. Freunde, ich brauche jetzt mal eure Meinungen. Wir haben nämlich 2 Leute. Ne, 1, 2, 3 Outfits mit gleich viel Stimmen. Hier. Der hat gleich viel wie der hier, was wir im Stream anhatten im Prinzip. Und das hier. Würde ich aber einfach sagen. Auch nicht schlecht hier. Oh, Katze. Nehme ich das raus. Und das raus. Da haben wir einen Gewinner. Haha. So. Ah, okay. Jetzt kommen noch ein paar Stimmen. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. HTGW. Katze. Du hast gewonnen. Hast einen Gutschein für 25 Millionen Dollar bei JG Gaming gewonnen. Gewonnen. Bitte ein Ticket eröffnen, um einen Gewinn zu beanspruchen. Wie kann es sein, dass jede Minute mir Werbung angezeigt wird? Oh, das ist blöd. Brauchst einen Sub, mein Lieber. Dann nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben bei unserem Outfit-Battle und bei unserem Hauptanzeigenmeister-Stream. War sehr, sehr witzig bis hierhin. Ich packe jetzt erstmal echt mal hier die Dingsbums, den Helm weg. Das ist nämlich ganz schön warm. Guck mal hier. Und dann würde ich sagen, machen wir noch so ein bisschen GTA Online-Action, oder? Denn ich arbeite nach wie vor an etwas. Warte, ich muss mich jetzt erstmal ausziehen. Kriege ich bitte sexy Musik dafür? Danke. Eieiei. So. I miss you, Daddy. Oh ja. Oh ja, so ein Ding nämlich. So nämlich. Und nicht anders. Oh. Ey. So, jetzt aber. Dann würde ich sagen, schließen wir für heute mal den Teil hier mit unserem Anzeigehauptmeister ab. Und gehen mal einen Step weiter. Denn, meine Lieben, wir
Erstmal das Crew-Outfit, wichtig und richtig. Ich habe ja eben gerade, waren wir ja schon im Ammunition. Warte mal, da gehen wir jetzt nochmal kurz hin. Gehen wir mal hier in die Karre. Jawohl. Anzeigen, Daddy. Oh. Achso, warte, ihr seht gar nichts. So, ups. So. Das Hintergrundbild könnt ihr euch übrigens selber runterladen, gell? Also die Leute, die eine Mitgliedschaft auf YouTube haben, ihr könnt euch das Bild runterladen. Ich habe das hinzugefügt gestern in die Dropbox, wo die ganzen Designs sind für euch. Auch Profilbilder und alles. Ja. Ah, das könnt ihr da euch alles gerne runterladen. Da ist das Bild jetzt auch hinzugefügt. So, wir fahren einmal kurz zum Kleidungsladen hier. Da ist mir nämlich etwas aufgefallen, aus welch, was ich unbedingt haben will. Da ist mir was aufgefallen. So. Bremsen. Ist nicht mal mein Auto. Haha, es gibt eine Anzeige. Puff. So. Und zwar, wenn ihr hier nämlich zu Outfits geht und dann auf Karrierefortschritt, dann gibt es ja hier haufenweise sehr geile Outfits. Hier ist das von Michael, das von Franklin, das von Trevor. Was ist das für eins? Auch GTA 4 irgendwas. Nee, das ist das von GTA 3, ne? Und hier von Nico Bellic. Und hier müssen wir ja in 25 Bereichen Stufe 4 beim Karrierefortschritt absolviert haben. Das ist nicht so einfach. Aber da wir ja bald... Boah, das ist eigentlich echt schwierig, ne? Guck mal, wir haben nicht mal in 5 Bereichen. Ja, dann sollten wir das mal in Angriff nehmen heute. Denn es geht mir eben darum, es gibt ja diesen Karrierefortschrittsmodus und umso mehr man da auf Level 4 abschließt, umso mehr Outfits schaltet man hier entsprechend frei. Am Ende das CJ-Outfit. Aber wir sollten eigentlich schon, bis GTA 6 rauskommt, hier diese ganzen Outfits irgendwie frei haben. Weil sonst können wir dann einfach nicht sagen, dass wir GTA Online durchgespielt haben, ne? Ist schon ein bisschen traurig. Für den Karrieremodus, den gibt es nur auf der PS5 und der Xbox Series X und S. Das ist hier, ne? Dann geht ihr hier auf Karriere. Und dann habt ihr hier diese ganzen Kategorien. Und da geht es eben drum, möglichst viele auf Stufe 4 abzuschließen. Dann hat man eben hier verschiedene Herausforderungen, die man absolvieren muss. Ja, und irgendwie ist das ein bisschen traurig, wenn man das nicht geschafft hat. Um ehrlich zu sein, weil so viel... Warte mal, wo ist denn mein Pulli? Ich brauche jetzt mal einen Pulli, sonst wird's kalt. Die ganze Zeit diese Jacke angehabt. Aber ohne wird's dann noch ein bisschen kälter. Warte. So. Jetzt besser. Ja, wir sollten in möglichst vielen Kategorien da schon Level, Stufe 4 erreichen. Ich weiß nicht, wie viele habt ihr abgeschlossen? Wie viele habt ihr abgeschlossen, Freunde? Ja, das Simon, das wusste ich. Das wusste ich, ja. Man kann Nico Bellic auch in der Charaktererstellung schon als Vater auswählen, das stimmt. So, jetzt ziehe ich jetzt nochmal ein richtiges Headset an. Ein bisschen angenehmer als die kleinen Dinger hier. Hä? Achso. So. Das gibt's am PC nicht, nee. Nur PS5 und Xbox Series X und S. Ja, das heißt, ich würde jetzt mit euch noch mal kurz schauen, welche von diesen ganzen Herausforderungen eigentlich am einfachsten noch auf Level 4 machbar sind. Das heißt, hier Stufe 3, zum Beispiel 4, wir sehen hier alle Projektumsturzmissionen mit weniger als 50% Schaden ab. Und alle Umsturzmissionen mit über 80% Genauigkeit. Das habe ich mit keinem einzigen geschafft. Projekt Umsturz. Für hohe Treffergenauigkeit und wenig Schaden. Das klingt ja eigentlich erstmal machbar, alle 6 Missionen. Was ist hier? Boah, die Maske will ich eigentlich haben. Die sieht geil aus. Auf schwer ab. 2 von 6. Ja, okay, ist aber auch machbar. Ohne Snacks und Panzerung. Boah. Ja, okay, das ist einfach nur Missionen spielen. Das kriegt man aber hin. Schließe eine Superyard-Mission ab, ohne zu sterben. Kein einziger geschafft. Perfekt. Ja, dann müssen wir einfach eine ohne zu sterben auf schwer machen. Oder alle auf schwer einmal durchspielen. Ja, und alles mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dingsbums. Na gut, dann würde ich sagen, also die drei hier, das ist ja schon mal easy. Und dann haben wir nämlich die ersten 4 fertig auf 4%, auf 100%. Habe ich eigentlich irgendeins auf 100% noch? Also außer das neue jetzt. Außer das Klackenbell. Ja, hier noch eins fast. Chop Shop fehlt mir nur noch. Ja, okay, Geld. Chop Shop müssten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was machen. Ein bisschen viel.
brauchen wir echt noch viel. Da müssten wir echt noch viel machen. Na gut, dann würde ich sagen, auf was habt ihr am meisten Bock jetzt? Chop Shop? Was ist Smugglers Run? Was muss man da machen? 1000 Kisten verkaufen, Digga. 500 hätte auch gereicht. Freizeit? Tuners? Warte und liefere 10 Kundenfahrzeuge. Gut, das ist machbar. 10 exotische Exportfahrzeuge innerhalb von einem Tag. Aber auch machbar. Verdiene 5 Millionen mit der Lieferung von Kundenfahrzeugen. Was haben wir hier? Schließe 13 verschiedene Casino-Arbeitsmissionen ab. Easy. Alle Missionen auf schwer. Okay, auch machbar. Ohne entdeckt zu werden. Auch machbar. 11, die ganzen Platin-Auszeichnungen. Machbar. Weniger als 50% Schaden und so. Ja, okay. 100 Missionen ist halt schon wieder so übertrieben, ne? Aber die gehen wenigstens schnell. Das ist noch machbar. Was fehlt uns hier noch? Elite-Herausforderung. Ja, okay. Ist schon nicht so easy. Ja, da wissen wir, was wir jetzt noch ein Jahr lang Zeit haben für, ne? Ich würde sagen, wir starten hier aber einfach mal mit den Kontaktmissionen, weil ich glaube, das ist am einfachsten. Vor allem hier San Andreas Super Mercenaries. Alle Projektumsturzmissionen mit weniger als 50% Schaden und 80%. Also kein Schaden nehmen und hohe Trefferquote. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt nochmal zusammen aus. Ein wenig. Das heißt, wir gehen in die Mission rein. Projektumsturz. Ist das das hier? Ist das ULP? Ja, oder? Did you find your size? Oder? Ach, das sind die neuen Avenger-Missionen dann, ne? Sind es die neuen Avenger-Missionen? Okay. Junge, was geht hier schon wieder ab? Ach du Scheiße. Na dann schnappen wir uns doch hier Sonderfahrzeuge. Ricky, was geht? Avenger anfordern. Und dann hole ich mir hier noch direkt mal ein paar kompetente Leute ins Team. Leute auf der Freundesliste natürlich wieder ein bisschen bevorzugt. Muss sein. Fortuna ist auf jeden Fall, das weiß ich, der ist gut. Simon sowieso. Jedi auch, Pauz auch. Juhut, die kenne ich doch hier alle. Das sind doch meine Standardkollegen. Wo ist mein Avenger jetzt hin? Avenger, mach mal piep piep. Wo ist denn mein Avenger? Ah, da. 9000 Kopfgeld. Eieiei, für die 10.000 hat es nicht mehr gereicht, oder was? Eieiei. Tim Pohl, guten Tag. Wie geht's dir? Alles klar. So. Und jetzt meintet ihr hier in dem Ding, in welchem Quartal GTA 6 nächstes Jahr erscheint? Ich hoffe im 4., ich denke im 2. Aber irgendwie so vom Vibe her ist doch im Herbst viel geiler. Mir umso früher, ey, versteh mich nicht falsch, umso früher, umso besser, da bin ich voll dabei. Aber irgendwie so vom Vibe her. Sepio? Warum Snacks? Ich hab genug Snacks. Ich hab doch volle Snacks. Null. Projektumsturz hier, so. Die sechs, die Mission jetzt mit 50% Schaden und 80% Schussgenauigkeit, möchte ich anmerken. Chop-Shop dauert ungefähr 10 Wochen. Ich warte, bis es doppelt Geld, doppelt RP gibt. Aber mit Sicherheit auch auf schwer. Hä, hey, warum wird da nicht automatisch CEO mitgenommen? Lul. So, ich erwarte jetzt höchste Präzision. Ich glaube, am einfachsten ist es sogar fast, wenn man einfach nur eine Pistole nimmt, oder? Und dann immer Headshots drückt. Weil wenn man sprayt mit irgendwie einem MG oder sowas, da hast du so viele Schüsse, die außen rumgehen. AFK bleiben. Ach so, das zählt ja nur für mich. Das heißt, wenn ihr die Mission durchspielt und ich letztendlich im ganzen Ding hier einen Schuss abgegeben habe und der hat getroffen, dann habe ich ja schon 100%, ne? Habe ich das richtig verstanden?
PS5 Pro bald, kommt bald. Yes. Im Weihnachten. Morgen kommt das Video dazu. GTA Kitty. Komm am besten mal auf YouTube. Da kommt nämlich das Video morgen dazu. Okay, Team Leader. Welcome to the maiden flight of the Los Santos. Ich muss gar nicht schießen, dann habe ich 100%. Digga, das ist ja aber anders dumm. Geil. Echt jetzt? Echt jetzt? So, ja, Richtung. Das erinnert ein bisschen ans Chicken-Finale. Ja, irgendwie schon. Oh, darf ich wenigstens fliegen? Ja, besser ist das. Die PS5 Pro wofür? Die PS5 kann ja mal nicht die ganze Leistung verwenden, laut Verpackung. 8K aber geht ja nicht mal. Also wofür dann eine Pro? Wie soll ich sagen? Ich habe mir, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt noch nicht so tief mit dem Thema beschäftigt, weil das Video für morgen geplant ist. Und dann gucke ich mir das morgen genauer an. Aber dass du es nicht brauchst, ist klar, aber... Also ich glaube, das sind dann so Regionen, da geht es halt drum wie damals bei der PS4 und PS4 Pro, ne? Also die, damals PS4 konnte halt die GTA Online dann mit so 25 bis 30 FPS liefern im Online-Modus. Und müssen wir hoch oder runter? Höher noch, ne? Ne, tiefer. Das war die andere Mission. Das, ihr springt da nicht raus, sondern Simon hat das Spiel verlassen. Perfekt, danke dir. Danke für deinen Support, Bro. Korrekt. Sorry. Machen und reden gleichzeitig ist ein bisschen schwierig. Da ist ja die Frage, hast du dann deine 30 oder 60 FPS in GTA 6 oder hast du mal Drops auf 45, so, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, für den Normalanwender so ist es unnötig. Stand jetzt, müssen wir halt abwarten, dann kannst du halt jetzt noch nichts zu sagen. Weder die PS5 Pro ist raus, noch ist GTA 6 raus, also da kannst du halt nichts sagen. Ich werde sie mir sehr wahrscheinlich holen, einfach weil ich im Stream halt die maximale Qualität haben möchte oder für Videos. Also einfach das Maximale haben will. Aber ich kann es halt auch von der Steuer absetzen und es ist letztendlich auch mein Arbeitsobjekt, wenn ihr es so wollt. Und verkauft dann halt einfach meine PS5. Also, Stand jetzt. Muss man erst nochmal gucken, ob sich das wirklich rentiert. Aber ich denke schon, dass ich das machen werde. Aber ich glaube, für Normalanwender ist es unnötig, ja. Ich habe ja auch die ganze Zeit... Auf der PS4 hatte ich auch die ganze Zeit meine Slim. Nicht schießen. Oh, sorry. Sorry, ich mach gar nichts. Aber ich habe ja... Shit, ich glaube. Aber guck mal, wenn ich jetzt schieße, dann habe ich es doch. Das sind ja 100% Treffer hier gerade. Oder nicht? Oder? Jetzt muss jeder Schuss sitzen, ja, oder? Weil ich habe jetzt, glaube ich, zwei habe ich verschossen. Muss ja entsprechend genug andere haben, um das auszugleichen. Wie viel hatte ich eben? Wie viele Missionen hatte ich abgeschlossen mit 100%? Mit 80% Genauigkeit? 0 oder 2? 0 oder 2? Null? Okay, gut, dann sehen wir ja gleich, ob es gereicht hat oder nicht. Machen wir die einfach nochmal schnell, das ist jetzt kein Akt. Oh, ist das noch einer, gell? Genau. Okay.
us enough smoke. Now, just bust open that container and grab whatever's in there. Keep one eye on your six. Y'all should split up. One of you grab the cargo vehicle, and the other land the Avenger right next to it. Then just load up and get out of there. Oh, kann ich ihn hier halbwegs landen? So, oder? Jawohl. Braucht man nicht eigentlich, wenn man auf PS5 spielt, PlayStation Plus für GTA Online? Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Willst du reinfahren einfach? Kann er nicht auch bei mir rein? War da nicht was? Lul, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, das war jetzt blöd. wurde zerstört? Achso, ist das Ding abgestürzt jetzt, oder was? Eieiei. Dann müssen wir jetzt komplett neu starten, ne? Also, wenn ich jetzt nur auf Neustart gehe, dann zählt's nicht. Für Elite, oder? Richtig? Eieiei. Sorry, das war meiner. Sorry, sorry. Das war ich, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das war meiner, tut mir leid. Am besten, ihr schreibt jetzt einfach irgendwas Schlaues in Chat, damit ich das beantworten kann. Und dann sieht es so aus, als wären wir hier ganz kompetent und können ganz schnell vom Thema ablenken. Ist das ein Deal? Ja, sehr gut. Sehr gut. Klingt das gut? Ja, ich finde schon. Ich finde ja schon. So, ich brauche meine Avenger. Wurde zerstört und wird dann in den Hangar zurückgebracht. Uff. Digga, jetzt habe ich mein Kackfahrrad hier, ernsthaft. Kannst du dir nicht ausdenken. Na gut. Kannst schauen, wie viel du schon hast. So, ja, true. Null, ja. Okay. Kann aber nicht jemand. Macht's dann nicht mehr Sinn, wenn ich zum Schießen gehe hinter? Weil zwar im weil ich im Cockpit. Ja gut, ich spawn ja sowieso im Cockpit, ne? Was halt meiner ist. Ja, okay, never mind. Wollte schon sagen, ob es nicht schlauer ist, wenn ich hintergehe, damit ich auf jeden Fall gar kein Leben abgezogen bekomme. Weil vorne im Cockpit bin ich auch gerade gestorben, so, weißt du, was ich meine? Nicht schießen. Nee, ich meine hinten an das MG. Also nicht selbst. Ich schieße nicht, sondern ich gehe nur hinten in die Ladefläche rein. Das wäre von Vorteil. Junge, weiter weg ging die Avenger auch nicht. Es gibt viel zu wenig Spawnpunkte für die ganzen Sachen. Bei den Lads immer noch. Du bist immer noch nicht aus der Mission raus. Uff. Immer noch nicht. Als ob. Uff. Was damals so im Story-Modus einfach so ein geiles Auto gewesen hier. Schön im 7er BMW. Schmeckt. Uff. Buff, buff, buff. Online-Gamer, was geht man besser, ist klar? Was glaubt ihr, in welchem Quartal GTA 6 erscheint? Ich meine, letztendlich ist es halt alles ein reines also Raten. Es gibt ja eigentlich keine. Bis es Rockstar Games nicht ganz offiziell ankündigt. Und selbst dann heißt es noch nicht, dass es nicht auch noch verschieben könnte, ne? Ich persönlich hoffe ja einfach so früh es geht, klar. Aber so vom Vibe her ist, glaube ich, so im Herbst schon geiler.
Zockst du heute Abend noch GTA San Andreas? Nee, ich denke nicht. Morgen wieder, morgen Mittag. Morgen wird gehustelt. Morgen wird richtig früh aufgestanden. Uni gemacht ein bisschen. Und dann richtig Shorts gepumpt. Und dann, Und dann gestreamt. Applaus, Applaus für deine Worte. Schön, freut mich. Nächste Woche muss dann aber mal GTA RP vorproduzieren. True. Oh. What's up, Chief? Weiß ich nicht, sag ich dir ehrlich. Weil Pepino, ich habe auch Bock auf RP, nicht falsch verstehen. Und es bringt ja auch viel Content, also es ist ja auch in meinem Interesse, viel RP zu machen. Aber ich will eigentlich auch den GTA-Marathon jetzt endlich mal richtig vorankriegen. Also ich will jetzt schon die Woche jetzt, wir haben es ja ausgerechnet, wir brauchen noch so 5, 6 Tage für GTA San Andreas ungefähr. Hat zu viele gute Autos. Terminus, beste. Beste. So, wer mitspielen möchte, kommt am besten schon mal in meine Sitzung. Und dann kriegt er gleich eine Einladung. Jetzt los. Justus, kommt bei GTA 6 direkt der Online-Modus mit rein? Nein. Ich denke, das kann man ziemlich sicher ausschließen. Bin ich auch froh drum, um ehrlich zu sein. Weil wenn der Online-Modus direkt reinkommt, dann spielt keiner die Story, sondern stürzen sich alle direkt auf den Online-Modus. Und das finde ich, das wäre scheiße. Also sage ich ganz ehrlich, wenn das Rockstar Games machen würde, wäre ich richtig sauer. Das würd, ich fand den, der kam auch bei Red Dead viel zu schnell schon. Und vor allem bei Red Dead war der einfach so kacke. Also er war einfach nicht fertig. Und wenn sie das bei GTA 6 machen würden, den Fehler, also das wäre wirklich ein krasser Fehler. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen. Weder bei GTA Online haben sie das nicht gemacht. Bei Red Dead Online haben sie es nicht gemacht, zum Glück. Ah, und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie es in Dings machen werden. So, jetzt aber auf schwer. Babab. Oh, guck mal, Lobby direkt voll. Perfekt. Perfekt. Wie lange hat es damals bei GTA gedauert? Monat ungefähr, glaube ich. 2 Monate, irgendwie sowas. War aber trotzdem nicht spielbar am Anfang, traurigerweise. GTA wird, denke ich, im Herbst kommen, da Weihnachtsgeschäft. Nee, glaube ich nicht. Herbst glaube ich nicht. Also, du meinst dann Herbst 25? Boah, das wäre ewig. Ja, also, naja, die Zahlen sind ja noch die aktuellen, dass sie im Geschäftsjahr, boah, jetzt müsst ihr mich verbessern, helft mir kurz, im Geschäftsjahr 24 diesen Rekordumsatz machen wollen. Das bedeutet, und das geht bis März, richtig? Aber vielleicht rechnen sie auch damit, dass dieser krasse Umsatz nur bei den Vorbestellungen gemacht wird. Und danach der Umsatz zwar immer noch gut ist, aber halt nicht so außerordentlich, weißt du, was ich meine? Korrekt, okay. Also bis März 25 geht's Geschäftsjahr 24. Das heißt, deswegen geht man davon aus, dass es bis März 24 kommt. Wie schafft man es beim Tatort, wenn man den Tresor aufgemacht hat, den Alarm nicht auszulösen? Der ist egal, wenn der Alarm, der geht immer an. Daniel. Das geht nur darum, ob du dann erwischt wirst oder nicht. Okay, Team Leader. Welcome to the maiden flight of the Los Santos Angels. Willst du eigentlich GTA San Andreas durchspielen oder wie machst du das eigentlich mit dem GTA Marathon? Ja, ja, alle GTA-Teile werden durchgespielt. San Andreas haben wir schon fertig, jetzt sind wir mitten in San Andreas. Wenn wir das durch haben, machen wir GTA 3, wenn wir das durch haben, GTA 4, wenn wir das durch haben, GTA 5. Und dann kommt hoffentlich passend GTA 6 raus. Das ist so das, der Plan. Also bis, mein Plan ist so bis Oktober komplett durch zu sein. Je nach Inhalt hoffe ich auf eine Digital Collectors Edition, weil ich möchte mir ungern ein
mal eine Collector's Edition kaufen und das Spiel extra nochmal digital. Bro, ich sag dir ehrlich, ich werde mir das Spiel mindestens dreimal kaufen. Direkt zum Release. Einfach nur, damit ich es auf jeden Fall habe. Gut, bei mir ist wieder eine andere Rolle, weil ich das halt auch irgendwie als Job mache, weißt du? Und dann muss ich dieses Spiel haben unbedingt direkt. Das heißt, ich bestell's mir online vor, sollte dann aber irgendwas mit Servern sein oder sowas überlastet, was weiß ich. Kaufe ich mir noch auf CD. Und wir werden es natürlich dann auch verlosen, ist ja klar, ne? Also, das ist ja auch klar. Alles klar, Textilgranen, hau rein, mein Bester, schön, dass du dabei warst. Junge, es gibt mir eure Raketen, ey. So, jetzt schieße ich mal nichts. Für GTA 5 brauchst du 100 Stunden. Ah, ein bisschen weniger. GTA 5 schon okay. Also für San Andreas brauchen wir so circa 18 und wir haben jetzt 8 ungefähr. GTA 3 geht schnell. GTA 4 weiß ich nicht. Wie lange dauert Hauptstory GTA 4? Nur die Hauptstory. Sonst nichts. Wir spielen es ja nicht auf 100%, sondern wirklich nur auf. Auch aufs Leben achten, ja, mach ich. Kann ich ja eigentlich schon fast so machen. Mach ja sowieso nichts außer AFK. Hier chillen und ein bisschen nach vorne fliegen, damit ihr die anderen Dinger trefft. Die anderen Anhänger. Oh, tendenziell ein bisschen nach vorne. Wie viel hat GTA 4? Wie viel Spielzeit? Weiß es jemand? Guck mal, die Dinger direkt unter uns, die schießen sie nicht ab. Wäre zu einfach, ne? Sag ich aber ehrlich, Avenger ist das geilste Flugzeug, wenn ihr so Flugsimulator spielen wollt, ist die Avenger mit Abstand am geilsten. Achtung, über uns Helikopter. Wollt ihr die mal wegmachen? Weil, vor allem in der Ego-Perspektive, es fliegt sich so geil und sieht auch so nice aus hier einfach. Ne, GTA 4 spielen wir auf dem PC, denke ich. Weil die PC-Version ist verbuggt. Au, oh, okay. Ah, okay, das wusste ich nicht. PS4 hat ca. 40 Stunden. Uff. Uff. Jungs, einer noch. Ein Anhänger noch unter uns, Freunde. Butt Puffin, willst du nicht mal wieder auf Twitch oder YouTube kommen? Bist du alleine auf TikTok? So, ich lass euch mal runter. Hättet ihr auch mal die Raketenwerfer da vor uns noch kaputt machen können, ne? Ich darf ja nicht. Ich habe ja von Seppi auch Schießverbot bekommen. So, einmal aussteigen, Kinder. Taxi ist da. Auf! Junge, ich werde abgeschossen. Was machen denn meine Leute? Hä? Hey, achso, die waren schon draußen. Hä? Lul. Okay, warte, ich komm runter. Aber lass erstmal aus der Schussbahn hier raus.
So, warte mal, ich land hier und dann kannst du rein, ja? Auf der Autobahn. Du hast einen Kollegen vergessen. Junge, wie in einem Fast and Furious. Guck mal hier. Bam und rein hier. Wie in Fast and Furious. Und jetzt die Ego-Perspektive. Junge, ich liebe es, dieses Flugzeug in Ego zu fliegen. Haben wir Flares? Nee. Shoot. Wollen wir unseren Kollegen noch holen oder fährt der Auto? Kollege? Helft dir mal, Jungs. Chef, sollen wir dich jetzt mitnehmen oder nicht? Gestorben, na gut, dann halt nicht. Dann offensichtlich nicht. Buff, und jetzt die Helis noch wegmachen, besser ist das. Zack, war nicht. Jo, Seppi auch wieder schon zum Deutschlehrer. Ah ja, so ein Ding. Oh, nicht mal Flares, das ist schon ein bisschen traurig. Aber guck mal, wie Box macht das Ding hier zu fliegen irgendwie. Weil es irgendwie so einen realistischen Eindruck macht. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie. Klackenball Overall kann man nicht abspeichern. Den musst du freischalten über, über Karrieremodus. Hey Christian, was geht? Wie geht's dir auf TikTok? Alles klar? So, hier landen wir das Ding doch hier mal vorsichtig. Bitteschön. Bisschen mehr als einfach Onkel geworden. Alter, nice, Mann. Glückwunsch. Steht schon fest, wie viel RAM GTA 6 haben wird. Über eine PC-Version ist noch gar nichts bekannt, mein Lieber. Oder meinst du auch auf der PlayStation? Aber da musst du dir ja über den RAM überhaupt keine Gedanken machen, mein Lieber. Weil da läuft sowieso. Tragur wurde eingesammelt. Ist auch so geil, dass der Trick funktioniert, aber ist nice. Also das finde ich ziemlich cool. Die Kinder Norwegen, Dankeschön für dein Geschenk auf TikTok. Küsschen. So, Tragur wird abgeliefert. Besser ist das. Buff, und nochmal ein bisschen kaputt gemacht vorher. Jawohl, und abgeliefert. Jetzt sollte dann 1 stehen, ja, hoffe ich auch. Das hoffe ich auch, mein Lieber. Mission bestanden. GG, einmal in Chat, bitte. Kui, na? Wie geht's? So, 25k ist doch ganz okay. Naja. Reden wir uns zumindest mal ein. Ich denke, wir spielen jetzt auch noch eine Mission und dann ist auch Ende. So, Feierabend.
Yes. Schließe alle Projektumsturzmissionen mit einer 80%igen Genauigkeit ab. Perfekt. Nee, nee, wir machen nur noch einen. Eine Mission machen wir heute noch. Haben noch überlegt, ob wir gleich nochmal eine Runde Anno reingehen auf Twitch. Aber machen wir heute nicht mehr. Sonst wird es wieder so spät. Avenger, ah, ist schon von alleine gespawnt. Perfekt. Stimmt, die sind immer hier gegenüber gespawnt. Da war ja was. Da war ja was. Schon so lange her irgendwie. Seit Sommer. Hast Casino-Auto gewonnen, Christian. Glückwunsch, mein Lieber. Sehr nice. So muss das auch. Gut. Operationsterminal, Umsturz, haben wir das zweite. In Reih und Glied. Ich freue mich schon auf den Sommer. Boah, Pepino, ich auch, mein Lieber. Ich auch. Schwer, so. Vernetzt im Job. Freunde. Crewmitglieder, alles wird eingeladen. Jetzt wieder so, dann hast du die ersten zwei. Perfekt. Perfekto. Kann nicht sein. Also weil irgendwie bis GTA 6 raus, wir spielen so viel GTA Online. Aber irgendwie wäre es traurig, dass wenn GTA 6 rauskommt, wir GTA Online nicht durchgespielt haben. Also auf 100%, mein Gott, okay. Da kann man drüber streiten, ob das beim Karrieremodus so sinnvoll ist. Irgendwie 1000 Waren abliefern und so. Wenn es drei verschiedene Missionen dafür gibt, weiß ich nicht, ob mir da meine Zeit nicht ehrlicherweise zu schade für ist. Aber ja. Aber wenigstens ein bisschen noch so. So, wohin geht's denn? Wohin wollen wir denn fliegen, meine Freunde? Oh, perfekt, mein künstlicher Horizont einfach kaputt. Perfekt. Jetzt geht er wieder. Besser ist das. Perfekt, Fortuna. Spielst du GTA 5 auch auf dem PC? Nur mit RP, nicht GTA Online. Also GTA, ja, aber halt nur 5M und nicht online. Justus zum lila Punkt, bitte. Also zum Casino. Jetzt noch? Jetzt noch? Sepio? Jetzt noch zum Casino? Nee. Oh, Junge. Eieiei. Warum kein Online? Kein Bock auf Modder, ganz einfach. Keinen Bock auf Modder. Und warum sollte ich auf PC eine alte GTA-Version spielen? Und die PC-Version ist halt eine veraltete Version. Wenn ich auf der PS5 neu habe. Und auf der PS5 mehr Leute spielen aus der Community. Was ja auch noch ein Argument für mich ist. Einfach weil da mehr Leute aus der Community spielen. Ich will ja mit euch zusammenzocken. Mit möglichst vielen. Und letztes Jahr haben wir relativ viel auf PC gespielt. Da war ich ja im Ausland, Auslandssemester. Und da haben wir relativ viel auf PC gespielt. Nein, Crossplay gibt es leider nicht. Leider nicht, mein Lieber. Soll ich euch mal rauslassen? Ah, einer ist schon draußen. Aber der ist, wir haben doch hier Autopilot, oder? Also eigentlich kann ich doch auch raus.
Wie komme ich nach hinten? Ist das nicht Steuerkreuz rechts? Ich dachte, es wäre Steuerkreuz rechts gewesen. Ihr schafft das schon, Freunde. Ihr schafft das schon. Ihr macht das. Ich glaube an euch. Ja, abholen mache ich dann an Land. Easy. Freunde, was wird denn das? Wenn die Avenger jetzt noch schwimmen könnte, das wäre so krass. Wir müssen eigentlich mit der Avenger suchen. Ja, aber wenn ich jetzt... Ja, wir haben ja hinten eine im Bordgeschütz. Soll ich hier mal so ein bisschen drüber fliegen übers Gelände? Da hinten ist ja einer drin, der schießt ja die ganze Zeit schon feuchtfröhlich. Sehr gut, Hammer. Sehr gut, Jedi. Ich hole euch an Land ab. Wechsel mal auf das obere Geschütz. Sehr gut. Ich stehe hier noch Wirtschaftsingenieurwesen. Aber im Sommer auch schon fertig. Zum Glück reicht dann auch. So, Abflug! Wortwörtlich! Oh, schaffst du es doch? Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Ach, die anderen jetzt auch noch! Ach Gott, ich dachte, einer reicht. Ich dachte, einer reicht. Aber nee, alle. Na gut. Guck mal, die Avenger ist eigentlich schon krass schnell, gell? Dadurch, dass sie so groß aussieht, sieht es nicht so schnell aus. Aber wenn ihr mal auf die Minigamap, also guckt so, ist es schon echt schnell, wie wir uns bewegen. Schon eigentlich ziemlich krass. Aber Reihenfolge ist doch egal, oder? Sepp, ja. Ist die Reihenfolge nicht relativ Wurst? Hast Gunnery probiert, ja, aber ich bin nicht so der Energy-Fan. Find Holy sehr geil. Aber diese ganzen künstlichen Sachen. Okay, aber war jetzt nicht irgendwie so, dass ich es geil fand. Also irgendwie. Weiß ich nicht. War jetzt nicht so meins. Hat's dir geschmeckt? Ich fand es jetzt auch nicht schlimm oder so, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das hole ich mir gerne. So, also würde ich mir jetzt nie. Käme ich jetzt nicht auf die Idee, mir zu kaufen. Nee, Fortuna, das kriegst du schon hin. Bin ich mir sicher.
Bring uns nicht um, mein Lieber. So. Boah, Pepino, keine Ahnung. Ich frag mich manchmal Sachen. Du musst einfach als Angestellter bei jemandem den CEO. Andreas. Ich hab... Oh, ups. Sorry. Muss einfach als Mitarbeiter bei jemandem CEO und 50.000 verdienen. Oder 100.000? 50.000, glaube ich. Ah ja, bisschen Schwund ist immer. Ja, jetzt ist er auch tot. Perfekt. Sorry. Mit Hand Under, ja, zum Beispiel, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, am sinnvollsten sind sogar, würde ich fast behaupten, die Schrottplatz heißt's. Weil du da einfach am meisten verdienst, weil das richtige Missionen sind, weißt du? Müsste eigentlich am sinnvollsten sein. Avenger von anderen Spielern klauen, perfekt. Ja, auch eine Möglichkeit, ne? Profi. Ich hab gar keinen auf dem Gewissen, Simon. Nee, 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 nee. Sowas hier rede ich mir, lass ich mir schon gar nicht alles einreden. Ich glaub's hackt. Junge, dauert die Mission aber lange, oder? Guck's mir nur so vor. Boah, Fortuna weiß ich nicht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, allgemein hätte ich eine Wehrpflicht sehr sinnvoll gefunden, auch für mich selbst. Weil es doch eine sehr prägende Zeit ist und so. Und ich es auch für sinnvoll halte, dass man so wenigstens so elementare Selbstverteidigung kann. Oder mal ein Gewehr in der Hand hatte. Hoffentlich natürlich niemals auf irgendeinen Menschen richten müssen. Aber besser haben als brauchen, ne? Aber da ich, wie gesagt, nie in der Lage war, dass ich drüber nachdenken musste, ob Zivildienst oder Wehrpflicht, habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Aber vielleicht ja bald wieder, ne? Ich glaube, realistisch, wenn ich das damals noch gegeben hätte, hätte ich verweigert, einfach wegen YouTube. Weil wenn du halt in der Kaserne bist, die ganze Zeit, kannst du halt kein YouTube machen währenddessen. Dementsprechend hätte ich, glaube ich, verweigert, einfach nur aus dem Grund. Aber am liebsten, also so rein inhaltlich wäre ich, glaube ich, nur zum Bund. So ein bisschen wegen YouTube strategisch gedacht. Junge, Junge, was geht hier ab? Junge, schießen wir eigentlich auch? Oder? Weil ich merke immer nur, wie wir beschossen werden. Aber nicht, dass wir auch mal zurückschießen. Gefühlt. Fracht ist doch safe im Wasser, oder? Junge, Junge, Junge. Schießen wir eigentlich auch mal zurück, oder? Jungs, wollt ihr mal vielleicht auf die Helikopter schießen? Sonst muss ich. Aber ich soll ja nicht. Ja, ja, deswegen. So, hier.
Freunde, da ist die Fracht. Einmal aussteigen, bitte. Ja, das ist tief genug, ihr könnt rausspringen. Ich glaube, ich snacke mir mal ein bisschen Snacks. Sicher, sicher. So, Kinder, einmal rausspringen. Schulausflug ist zu Ende. Bitte raus! Und die Fracht besorgen. Auf, komm, raus! Kann doch jetzt mal bitte einer rausgehen, die Fracht holen! Ach, Pepino, das ist reine Gewohnheitssache. In ein paar Wochen sagst du auch, das ist völlig normal, ist so. Katze, raus da! Geht doch. Nee, ohne Fracht kommst du mir nicht mehr rein. Fracht holen. Ich helfe dir mal mit Helikoptern. Unser Team ist da ja etwas überfordert gerade. Helikopter kann ich dir wegmachen. Oh, warten, bis der Heli angehalten hat da in der Luft. Und dann leicht nach oben geneigt. Buff. Den Helikopter entfernen. So. Den Rest musst du dir selber da reinschießen, bitte. Hat Selbstmord begangen. Ja, das ist natürlich klasse. Junge, 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 Junge. Einmal mit Profis. Haben wir keinen mehr der Le. Digga, bin ich jetzt der Einzige, ernsthaft. Och, Kinder, 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 Kinder. Papa muss es wieder retten. Na gut. Denk dran, ich darf... Ich muss volle Schussdingsbums haben. Und darf kaum Leben verlieren. Bedeutet für uns... Nur Pistole. Und hoffen, dass wir nicht absolut weggesnackt werden jetzt. So viel zum Thema und dann sind wir tot. Drecksmission, wirklich. Gut, Freunde. An der Stelle würde ich sagen, vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr da mit dabei wart. Am heutigen Abend war, glaube ich, ein sehr, sehr witziger Stream. Hat sehr viel Bock gemacht. Und ja, dann sehen wir uns morgen Nachmittag wieder auf Twitch, beziehungsweise auf Es Kickt, mit einer Runde GTA-Marathon, mit ein bisschen GTA San Andreas. Und dann gucken wir, dass wir die Tage noch weiterarbeiten an unserem Karrierefortschritt. Ist ein bisschen krampf, diese Mission, aber was willst du machen? Insofern, vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. War ein sehr geiler Stream. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream oder Video. Bis dahin, hab euch lieb. Tschüssi. Habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Checkt unser Merchandise-Store ab. 15% auf alle T-Shirts, ne? Denkt dran. Bis dann. Tschüss, tschüss. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say I can't get through.